the land we call our home. Push to keep the dark from coming. Feel the weight of what we owe. This, the song of sons and daughters. Hide the heart of who we are. Making peace to build a future. Strong, united, working till we know the air and water. Einen wunderschönen guten Abend, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben Wochenende, wie cool ist denn das? Schön, dass ihr alle eingetrudelt seid. Na, wenn erstmal ganz langsam am Anfang. Vielen Dank für den krassen Raid, dankeschön dafür. Total lieb von dir, voll cool, Bosiro. Bam, dankeschön dafür. Und Mäusen, schön, dass ihr da seid. Und ja, und alle, das krass, dass schon so viele. Na gut, der Raid war ja. Vielen Dank nochmal auf jeden Fall. Wie die krassen Raid, bam, mit 31 Viewern. Willkommen an deine Zuschauer. Schön, dass ihr eingetrudelt seid. Na, Band. Wir gucken gleich mal, was wir alles Schönes machen. Wir haben eine lustige Agenda zumindest am Start. Und willkommen, Concosio Fuß. Moin, schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank für dein Willkommen und für dein Follow. Vielen Dank dafür. Sehr cool. Ist da eigentlich ein Alert längst gelaufen? Weiß ich gar nicht. Müsste eigentlich, ne? Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du bei mir ein Follow dagelassen hast. Und willkommen bei uns hier in der Sendung. Und sehr, sehr cool, freut mich. Ich guck mal kurz, ob da ein Alert gekommen ist. Also spielen wir einfach nochmal ab. Warum mag er den denn nicht abspielen? Blödes Tool. Na gut, jedenfalls sehr cool. Dankeschön dafür. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Willkommen auf jeden Fall hier heute in Star Citizen bei der Sendung rund um Star Citizen. Schön, dass ihr eingetrudelt sind. Wir gehen mal durch, was wir heute schon alles durchnehmen. Ich schalte mal kurz um. Auf unsere Legende. Zack. Mal gucken, ob das jetzt klappt, so wie ich mir das einigermaßen vorstelle. Dann machen wir die mal an. Zack. Und das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Na gut, ich könnte das ein bisschen machen. Generell sieht das schon gar nicht so schlecht aus. Genau, dann klicken wir mal weiter. Genau, Begrüßung. Schön, dass ihr alle da seid. Heute, ja, Community Hub. Seht ihr ja, Star Citizen News gehen wir heute durch. Best of der Woche habe ich gar nicht drin, ehrlich gesagt, allgemeine Informationen haben wir natürlich auch am Start und Diskussionsrunde und Let's Play, denke ich mal, wenn wir gut durchkommen, sind wir so, denke ich mal, ab 20 Uhr im Let's Play Bereich drin. Dann schauen wir mal, was wir da heute Schönes machen. Let's Play, wir wollten irgendwas auf jeden Fall mit Origin machen, mit der 300er Serie, irgendwie was Schönes bauen. Ich habe eine ganz geile Idee, aber dazu kommen wir später. Das ist aber was ganz anderes. Das hat auch was mit Origin zu tun und mir ist was Cooles durch den Kopf gegangen und da habe ich total Bock drauf, das mit euch zu machen. Ja, dann fangen wir gleich erstmal mit der Begrüßungsrunde gleich an. Zack. Genau, Begrüßung. Thema ist heute Customizing. Tool. Es gibt ja jetzt das Customizing-Tool für die 300er, das ist ja das, worüber wir schon mal vor 2 Monaten auch schon mal geredet haben, dass es jetzt ein Tool gibt, dass du deine 300er-Serie, das machen die erstmal mit der Origin-Klasse oder mit der Origin-Serie, mit der 300er-Serie von Origin, dass man sein ganzes Customizing von seinem Schiff anpassen kann, die Farben, den Lenker, die Sitze, die Kaffeemaschine und. Das ganze Interieur, Exterieur kann man alles anpassen, das gucken wir uns an. Dann machen wir Community Hub, ist auf jeden Fall heute auch da eine Diskussionsrunde. Da geht es hauptsächlich auch tatsächlich um das Customizing Tool, um die Prowler geht es da auch. Diskussionsrunde um, sag ich mal, Multimedia-Schiff ist gut, multifunktionelle Schiffe, da geht es auch drum heute. Dann gehen wir rüber zu den Star Citizen News. Und deren allgemeine Information, der Impro, hatte ich ja schon gesagt, und neues Konzept schon von Origin, Fragezeichen.
Weil es gab eine kleine Andeutung, er war wieder schwimmen. Das stimmt sogar, Slink. Woher weißt du das denn? Das stimmt sogar. What the f. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ich war tatsächlich schwimmen. Nein! Warum merkst du das, Slink? Ich war tatsächlich schwimmen heute. Ja, ich war ganz, ganz fleißig schwimmen. Aber ich habe mich zusammengerissen. Ich war nur 1,5 Kilometer unterwegs. Aber erstmal einen Kaffee aufmachen, Jungs. Kann ich euch auch nur gönnen. Gönne euch erstmal einen Kaffee. Gönne mir. Und dann wird das entspannter. Was kostet das Anpassen? Was war Shiva von bis? Ich sag mal so, ich hab was im. Ich will das nachher mal erzählen. Wir machen ein richtig geiles Giveaway demnächst. Was richtig geiles. Und dazu kommen wir später. Hey Sharin, schön, dass du auch da bist. Ja, gönne. Auf jeden Fall gönnt ihr euch auch einen schönen Kaffee. Ich fange heute mal mit dem Emmy an, weil der total lecker ist. Ich habe heute mal Bock auf Emmy. Sonst nehme ich ja meistens einen echten Kaffee. Ich halt nachher trinken wir noch einen Emmy. Und dann trinken wir noch einen Emmy. Und dann trinken wir irgendwann noch einen Energy Drink, glaube ich. Na, was ich sagen, genau, neues Konzept von Origin, da kommt die 200er-Serie wohl auf uns zu. Und die 200er-Serie wird wohl irgendwas von der Länge her sein, die wird wahrscheinlich ein bisschen gestretchter sein, wie die 100er-Serie. Die wird ein bisschen länger sein, einfach nur. Irgendwas zwischen der 300er und der 100er-Serie wird das noch sein mit der 200er. Wahrscheinlich wird das nichts anderes sein. Das sind so unsere Diskussionsthemen, die wir heute haben. Genau, dann kommen wir zu den Reddit-News. Dann würde ich das erstmal sagen, fangen wir jetzt erstmal an mit der Begrüßungsrunde. Und dann gucken wir, ob alles eingetrudelt ist. Zack. Begrüßungsrunde. Achso, das meint ein TS gewesen, wohl. Sag mal, ist die Musik ist sie oder ist sie zu laut oder passt das mit der Mucke? Ich muss euch warnen, wie gesagt, ich war schwimmen, ich habe extrem geile Laune. Ist gefährlich mit mir heute, die Sendung. Kann echt was Schlimmes passieren heute. Mach mal ein Plus, wenn die Musik nicht zu laut ist. Plus, Toddy, okay. Mach mal ein paar mehr Plus oder Herzen, wenn die Mucke okay ist. Wenn ihr sagt, Musik ein bisschen runterregeln, dann mache ich das sehr, sehr gerne. Bitte auch ein Plus. Doni, auch ein Plus. Dann scheint die Musik wohl gut abgemischt zu sein, einigermaßen. Mhm. Slinky. Slinky ist sehr kritisch immer, dann passt das auf jeden Fall. Wenn Slinky ein Plus macht, Slinky ist sehr kritisch, wenn die Musik zu laut ist. Und das ist gut so. Dann weiß ich, dass es gut abgemischt ist. Dankeschön für die Rückinformation, was bei euch ankommt. Genau, wer ist denn alles da? Mit wem verbringen wir heute den Abend bis jetzt? Oh Gott, was ist denn jetzt kaputt? Nein, warum? Nein, warum? Nein, warum? Nein, warum? Hey, warum? Was ist denn das? Nein, warum? Was ist denn da kaputt? Uff! Das ist doch nicht deren Ernst, Jungs. Streamlabs, was ist denn da los mit euch? Ach, ich hab den. Nee, ich hab den richtigen Stream. Oh lol. Guck mal, Leute. Fenstermodus. Ich hab keine Viewer hier. Alles alle. Lol. Ich kann nicht sagen, wer alles da ist. Ich wollte die Begrüßungsrunde gerade machen. Alles leer hier. Was ist denn? Hab ich da einen Filter eingestellt? Nee, Viewerliste. Ja, und? Kann doch nicht sein. Das ist alle. Was ist denn hier passiert? Soll ich den nochmal neu starten? Macht das Sinn oder macht das gar keinen Sinn? Ich schieb es dir. Was schiebst du mir ins TS? Was schiebst du? What the hell? Was schiebst du mir rein, Twitter? Lol, nee, lass mal. Ach so, du schreibst es mir im TS, alles klar. Mach doch mal Twitch-Chat-Liste. Könnte ich auch machen, aber es ist so unschön. Warum ist denn die leer, Jungs? Wenn ich was, kann ich hier noch was schreiben oder ist da was kaputt gerade im Test? Alter, nein, das ist doch nicht jetzt deren Ernst. Ich kann doch nicht mal was schreiben. Entweder ist das Ding abgetrudelt. Ja, das Ding ist wohl abgetrudelt, oder? Ich starte noch mal kurz den Streamlabs, weil das ist blöd, weil das hat auch, deswegen war das wahrscheinlich auch mit den Alerts nicht geklappt. Einmal den Streamlabs noch mal neu starten und dann kriegen wir ja schon gleich hinne. Halt. Kurz Streamlabs. Hatte ich ja schon ewig nicht mehr gehabt, dass er sich so weghängt. Büdedün. Wie war denn bis jetzt euer Wochenende? Also die Woche, wie war die Woche allgemein? Und wie freut ihr euch jetzt auf das Wochenende? Wir hatten ja quasi, oder wer hat denn alles Brückentag gehabt? Haut mal ein Plus raus, wenn ihr eine geile Woche hattet. Ihr habt das ja mitgekriegt, ich war mehr am Mittwoch. War schon extrem geil gelaunt. Also für mich war die Woche echt so. Nee, für mich war die Woche happy. Die ganze Woche war eigentlich cool und aufs Wochenende freue ich mich auch. Um mit euch jetzt überhaupt zu streamen und Spaß zu haben, Star-Szene zu erleben.
Natürlich total cool, da freue ich mich natürlich richtig doll. So, ach ja, ich liebe mein Stream. Ach, alles klar, der Twitch-Bot ist nicht eingeloggt. Warum ist der Twitch-Bot nicht eingeloggt? Ich muss einmal den Twitch-Bot einloggen, deswegen geht das nämlich nicht. Ich will ja nicht Token generieren. Bam. Dann müssen wir mal einen Token kurz generieren. Geht gleich weiter. Was, wie heißt denn der? Fexi underscore. Kann noch nicht gehört. Fexi underscore. Fexi underscore. Kennwort weiß kein Mensch. Ne? Ich hoffe das. Natürlich nicht. Auch nicht. Oh, jetzt kriege ich das Ding nicht angelockt. Oh, warum, wie war denn das gute Kennwort von dem Mistding? Ich glaube, ich vergesse heute den Streamlabs. Ich glaube, wir werden heute auch eine Streamlabs senden, weil vorhin ging das noch. Total geil. Warum wirft er mich denn jetzt raus? Hui. Was soll das, Twitch? Warum ärgert ihr mich? Okay, wir versuchen es einmal noch. Motor, ja, jetzt ist Mofa, Mofa. Nix. Bike, Fahrrad, 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 Fahrrad. So, nächstes Bild. Lightning, das ist Lightning, das gehört auch zu Lightning. Nächstes Bild. Da. Da. Was? Bus, was soll ich hier im Bus? 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 Boah, warum habe ich denn jetzt so ein Pech hier mit? Ich hatte da vorhin ging das doch noch. Warum ärgert der mich jetzt? Toll, ganz toll. Na gut, dann kann ich, kriege ich meinen Bot leider nicht eingeloggt, Jungs. Mein Bot ist irgendwie kaputt. Das fehlt mir jetzt auch noch, dass mein Bot jetzt rumspringt. Das kann doch nicht sein. Ey, was ist denn hier los mit dieser Kacktechnik schon wieder? Alter. Das Ding ist online und der ist nicht online. Bot. Warum steht der Bot eigentlich nicht drin? Fexi underscore. So. Bitte Generation Token. So. Moderat. Alles, was zum Moderat gehört. Alter, diese Ankreuzbilder sind auch total nervig. Mutter, auch Moderat, ja, hier, zack. Letzter Versuch, wenn es jetzt nicht klappt, dann lassen wir das sein. Den gebe ich auf heute damit. Hydrant ist das ja alles. Oh, das andere ist kein Hydrant mehr. Traffic Light ist oben. Noch mehr Traffic Light ist hier. Oh, da hinten sind auch noch welche. Also wer sich den Scheiß ausgedacht hat, das ist echt unglaublich. Wahnsinn. Ja, okay. Klappt nicht. Machen wir ein andermal. Der Bot ist im Arsch. Na gut, dann kann ich das Ding auch wegnehmen. Dann brauche ich den Streamlabs heute nicht. Das heißt, es kann ich heute noch nicht mal ein Giveaway starten. Wie geil ist das denn? Na cool. Na, macht nichts. Dann machen wir morgen. Kann ich das Ding abschießen? Ja, kann ich beenden. Ah, das ärgert mich jetzt aber auch. Sowas ärgert mich total. Wenn sowas irgendwie nicht richtig läuft, finde ich total blöd. So, dann machen wir das Ganze nochmal weiter in der Sendung. Genau. Ja, dann kann ich Begrüßung. Schön, dass ihr alle da seid. Dann schreibt mal alle ein Hallo rein. Wer da ist, dann ist East River Star Raiden. Schön, dass du da bist. SS Track ist am Start. Wotan, Toddy, Widder, McClay ist am Start. The Slinky, Big Colors, Dune, 42 Quarzer, Cosma Shiva. Und schön, dass du Finn hat, ist auch am Start. Spusi Mausi schön, und Sherlock Holmes ist auch da. Sherlock Nozer Hogan. Schön, dass du auch da bist, Sherlock. Babs, come on. Babs, yo. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank für den. Wie geil ist das denn?
André, vielen Dank auf jeden Fall für dein Follow. Bam, Dankeschön dafür, André. Dankeschön, schön, dass ihr da seid, alle. Slack ist auch da, Toddy ist am Start, Brussler ist da, Domlot ist auch da, sehr cool. Dankeschön, dass ihr da seid. Wie gesagt, die Begrüßungsrunde machen wollte aber auf dieser Weise, weil, ja, mein Bot funktioniert nicht. Total, mich ärgert. Wenn Technik nicht funktioniert, das ärgert mich immer. Aber Gott sei Dank ist das nur der Faxi-Bot, das andere funktioniert alles. So, wenn Crazy heute am Start ist, dann kann er quasi meinen Bot überholen. Lull. Genau, dann gehen wir mal rüber. Dann würde ich mal so sagen, gehen wir rüber im TS und begrüßen mal da die Jungs. Und dann schauen wir mal, dass wir dann gleich mit der Sendung loslegen. Weil ich habe total Bock heute noch ein bisschen auf Gameplay. Will ich heute auch noch ein bisschen machen mit euch. Ich hatte eigentlich heute angepeilt, dass wir heute bis, also dass die rund um Citizen geht heute so bis 22 Uhr. Dann sind wir ungefähr durch damit. Und dann gehen wir nachher jetzt Let's Play rüber und wollte da noch ein was Schönes machen mit euch. Dann düsen wir mal rüber am TS und begrüßen mal die Leute im TS auf jeden Fall. Mal gucken, wer da schon alles eingetrudelt ist. So good auf jeden Fall. So good. Was? Die 280 muss raus. Ich kaufe sie dir günstig ab. Yes, Linky, ich hab dich auch lieb, Hase. Das, ja, können wir, ja. Mhm. Nee, ist klar. So, dann düsen wir mal hoch im TS und dann begrüßen, da sind sogar relativ viele Leute im TS gerade, dann begrüßen wir doch mal die Jungs im TS. Einen wunderschönen guten Abend an den Bosiro, an den Engelschatten, an die Blechdose, an Gravi, an Schmusimauser, an Totti, an McKay, an Witter, an Donkey Shot, an John Clark und SSFact. Schön, dass ihr da seid im TS und so gut vertreten. Dankeschön dafür. Willkommen und ein schönes Wochenende wünsche ich euch. Moinsen, na ihr? Servus. Hallo. Hallo. Ja, schönes Wochenende. Mein Bot ist kaputt. Ja, wir haben es mitbekommen. Fieses Ding, ey. Ich denke, ich habe mich gefragt, warum sehe ich denn keine, warum ist meine ganze Viewerliste leer? Warum sehe ich kein Mod online, nichts? Und dann sehe ich, ach du Scheiße, mein Bot funktioniert gar nicht. Da muss ich heute Abend machen. Nach der Sendung oder morgen stelle ich das den Bot wieder ein. Sowas aber auch. Unglaublich. Wie geht es euch? Seid ihr gut ins Wochenende reingekommen? Und danke nochmal, wie geil war denn bitte schön dein Stream? Vielen Dank für den Raid nochmal, Busio. Erzähl mal, was habt ihr heute Schönes getrieben im Stream? Ja, gerne doch. Ach, ich habe heute mal versucht, die Freelancer voll zu formen mit Neon, weil ich hatte ja noch nie so viel Geld, dass ich die quasi irgendwann mal voll gesehen hätte damit. Mhm. Also habe ich quasi so weit gemacht. Also mir fehlten nur noch drei Toren, oder waren es drei oder vier? Ich glaube vier, damit ich die mal komplett voll kriege quasi. Mhm. Und der positive Nebeneffekt eben, also ich hoffe, es kommt kein Vibe mit 351, aber sonst wäre der positive Nebeneffekt eben, dass ich noch jede Menge Kohle habe, die ich der Christa gebe. Oh, okay. Das ist doch ja, gut, da freut sie sich. Ja, 100.000 kann ich auch noch abgeben, aber bei mir klappt das Bounty-Jagen nicht mehr so. Ich habe voll oft, dass ich nicht mehr schießen kann. Okay. Also ich kann auch noch ein bisschen was abgeben, auf jeden Fall sehr gerne. Aber wenn das Geld weg ist, dann ist auch wahrscheinlich die Cutlass auch flöten. Also das ja. Also die ist dann wahrscheinlich auch weg. Und sonst seid ihr alle gut reingekommen, Toddy? Wie war dein Tag? Erzähl. Oh, ich hatte heute eigentlich einen entspannten Tag. Die Kids hatten zwar alle Brückentag, also sie waren alle hier, keine Schule. Aber nichtsdestotrotz, ich durfte eigentlich ausschlafen recht gut noch, weil meine Frau hier Homeoffice gemacht hat. Ah, cool, okay. Und ja, dann bin ich ein bisschen mit dem Kleinen durch die Gegend gezogen. Der brauchte neue Schuhe und sowas. Und hatte einen anderen Termin bei einem Arzt noch und da war auch das, wo ich das Foto von dem Kaffee ne? dann weggeschickt habe. Ja, sehr cool. Da gerade unterwegs und ich hatte mir den Kaffee gegönnt. Sehr cool, ja, gönn ich dir. Mit dem zusammen und damit habe ich eigentlich den Tag super ruhig und relaxed, entspannt verbracht und habe mich die ganze Zeit auf dich gefreut und was? Den Abend. Das ist ja lieb. Thüjam, schön, dass du da bist morgen. Das ist aber lieb von dir. Habe ich gesehen, das Bild mit deinem Kaffee. Auf jeden Fall, wenn ihr einen Kaffee gerade am Start habt oder irgendwas anderes, einen Tee, gönnt ich euch den. Schön zurücklehnen, heute die Sendung genießen. Wir werden heute. Schön, wir haben eine schöne Diskussionsrunde. Ich denke mal, das sieht gut aus. Entspannt heute ist, glaube ich, nichts Hetziges. Also heute wird das ein bisschen ruhiger, entspannter ablaufen, denke ich mal. Das wird schon gut werden, denke ich mal. Schmusi, wie geht's dir, Clara? So. Hey, Zombie, schön, dass du da bist. Moinsen. Witter, wie geht's dir, mein Großer? Das bin ich. Ja. Yay, yeah, Widdy! Widdy in the house. Hau raus. Wie war dein Stream? Ich habe auch gesehen, dass du heute Morgen gestreamt hast. Ich war auch kurz bei dir. Bitte? Ich habe heute Morgen nicht gestreamt. Echt? Gestern. Nee.
Gestern. Du hast doch heute Morgen gestreamt, oder nicht, ne? Nein, ich habe heute mal ausgeschlafen. Da habe ich von dir geträumt, Alter, wie das du streamst. Mm. das passiert vielen. Nee, war ein sehr, sehr entspannter Tag. Ich habe heute tatsächlich mal auch einen Brückentag nehmen dürfen und dementsprechend sehr viel draußen verbracht, sehr viel Zeit. Ach, cool. Ja, mehr Spannendes gab es bei mir noch nicht. Ich war draußen. Und da hattest du Spaß gehabt? Ja, ich habe in der Spielstraße mit Kindern gespielt, ich habe Fußball gespielt. Sag mal, die Schrift eigentlich von der Folie her, die ist zu klein, oder? Ein bisschen. Also so jetzt, wie du sie jetzt eingeblendet hast, kann man es sehr schlecht lesen dann. Okay. Das hängt aber auch damit zusammen, dass das Foto sehr weiß ist und die Schrift weiß ist. Ja. Mhm. Hallo Herr Predator, moin, grüß dich. Slinky, achso, das Slinky hatte ich schon. Weisen! Herr Predator, schön, dass du da bist. Oh, guck mal, Spaddy ist auch da, sehr cool. Moin, schön, dass ihr alle eingetrudelt seid. Eine grüne Schrift nehmen bei dem Hintergrund. Das ist eine gute Idee. Alter, vielen Dank, Zombie. Ruf sie einfach. Nimm mal High 500, Alter. Bam, 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 bam. Dankeschön für dein High 500. Wie geil ist das denn, mein Freund? So, auf einen geilen Stream. Yo, Baby. Alles klar. Vielen Dank dafür, Zombie, im fünften Monat im i500. Sehr cool, Dankeschön dafür, mein Freund. Sehr cool, freut mich total. Danke, sehr cool. Achso, wenn wir schon dabei sind gerade, ne, wo wir gerade den Zap hier haben, ich habe eine geile Idee. Ich bin nach Hause gefahren, ich weiß nicht, wer das schon alles weiß. Ich werde das auch nachher nochmal besagen. Es gibt ja dieses Customizing jetzt, ne? Das kommt jetzt für die 300er raus, dass du Module verbauen kannst, Farbe, alle neuen Lenker, neue Sitze, eine neue Naht und, dass du da quasi deine 300er selbst designen kannst, wie du es haben möchtest, richtig? Ja. Und das wird geil. Leute, ich mache ein Giveaway. Das müssen wir noch ein bisschen ersparen, aber machen wir. Wir werden eine 300er designen. Das heißt, wir schnappen uns und das kann teuer werden. Wir nehmen eine 300er und dann werden wir die mit dem Chat zusammenbauen. Also ihr alle, dann bauen wir die zusammen. Wir werden das zusammen machen, Leute. Bauen die 300er so zusammen, wie wir sie haben wollen. Und dann verschenke ich die. Also da habe ich Bock drauf. Und das machen wir, glaube ich, demnächst. Das wird das nächste Giveaway sein, dass wir eine schöne 300er Design, so wie wir sie haben möchten. Und dann hauen wir die raus an euch. Und ich bin echt gespannt, wer die gewinnt. Big Collars, du darfst nicht mitmachen. War nur Spaß. McKay auch nicht. Der gewinnt in letzter Zeit auch zu oft. Aber das halt. Ich habe insgesamt dreimal gewonnen. Was heißt oft? Aber in den Chat mal, was sagt ihr? Findet ihr das cool? Macht mal ein Herzchen. Wenn ihr die Idee cool findet, dass wir zusammen alle eine 300er zusammen designen, dann machen wir so einen Fragekatalog. Nehmen wir einen roten Sitz, einen blauen Sitz, wenn ja, nein. Und dann bauen wir dann so unsere 300er zusammen und dann geht die dann raus an euch. Das ist quasi so ein bisschen der Plan dahinter, dass wir einfach mal so ein Design machen. Und ich kann mir vorstellen, wenn das cool ist und dieses Customizing immer geiler wird, wenn man mehr Elemente reinkommt, dass wir da solche Giveaways öfters machen werden. Dass wir dann ein Schiff designen, dass wir einfach mal kreativ werden und dann haben wir das Ding raus an die Community. Ich denke mal, das kann echt eine coole Sache sein. Hm. Oder Busiro, was hältst du von sowas? Busiro nicht da. Totti, wie findest du? Auf jeden Fall was anderes, aber du musst dir halt einen Style aussuchen, quasi, den du machen willst, oder du lässt die Community entscheiden. Genau. Ja. Die Sache ist natürlich, wenn du alles mit Plus und Minus entscheiden lässt, dann könnte es auch sein, dass es ein Clownsmobil wird. Ja, dann ist das so, dann wollte die Community das so. Okay, dann mein Bedauern an den Gewinner. Pinke Tragflügel und der Rumpf wird neongelb. Ja, zum Beispiel Speedo-Farben. Kann passieren, ja. Das ganze Ding wird einfach nur pink. Kann passieren, das liegt nicht in meiner Gewalt, das macht die Community. Ich baue das Ding nicht, das baut ihr. Das da unten. Jetzt ist das weg. Jetzt sieht das Bild sauber aus. Ja, jetzt ist das. Da war irgendwie gerade ein Riss im Greenscreen. Aber jetzt ist das weg. Hey, Weiss, schön, dass du da bist. Moin. Schön, dass du da bist. Spaddy hatte ich schon gehabt. Aber da freue ich mich drauf. Genau sowas machen wir. Und ich denke mal, dass wir dann sowas auch mal öfters machen können. Dass wir einfach ein Raumschiff designen, weil ich liebe eh sowas für Design. Und dann, ich glaube, das wird cool. Und die Leute. Die kostet ja nicht viel, die 300er. Was kostet? Na, was heißt viel? 70 kostet die ungefähr, Busiro?
Ja, 75 irgendwie so, glaube ich. Und wir können die hochdesignen, dann machen wir nämlich ein Budget klar, dann sagen wir, hey, wir haben heute für diesen Monat $200 und dann bauen wir eine 300i für $200 zusammen. Weil das wird so krass teuer, die Komponenten, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Du kannst mal sehen, ob du so weit kommst, weil du kannst natürlich nur eine gewisse Größe einbauen. Und je nachdem, was du eben wählst, ich glaube bei 60 geht's los oder irgendwie sowas. 60, 65, 70, 75, oder? Ja, so ungefähr, ja. Ja, das also kommt hin, netto. Wir sind die Kantine, Alter, crazy. Stufe 3, im 12. Monat, crazy, Alter. Bam, was ist da los? Du hast den neuen Badge, Alter, du hast den Jahresbadge bei mir. Bam, yeah, der Jahrespatch, Alter. Bam, danke schön dafür. Ich glaube, mit explizit bist du einer der ersten, die so ein Jahrespatch haben. Wie krass ist denn das? Alter, gönn ihn dir, Alter. Crazy Hawk, wie krass ist das denn? Vielen, vielen Dank dafür. Im 12. Monat Stufe 3, Alter. Bam, krass. Danke schön für den übelst krassen Support. Wow. Und genau deswegen, das ist so krass. Also ich freue mich echt, dieses Giveaway nachher wieder zurückgeben zu können an euch denn. Also das wird cool. Hab ich Bock drauf. Ich bin heute nach Hause gefahren. Ich hab das dann mitgekriegt mit dem Customizing, dass man die Schiffe komplett neu zusammenbauen kann. Ich habe schon auf Reddit gelesen, dass es sauteuer ist. Du kannst quasi eine 300er richtig hochballern vom Preis her. Die wird teurer wie eine Saber nachher sein. Also du kannst sie richtig teuer machen, wenn du da edle Komponenten einbaust. Und dann werden wir mal eine richtig krasse 300er bauen. Wenn da kommt da irgendwie eine Freelancer vorbei oder was anderes. Und dann fliegst du mit deiner 300er vorbei und die kostet mal das Dreifache denn. Bam. Ja, das ist krass. Aber das ist aber auch wieder eine Geldmaschine, oder Jungs? So ein bisschen komisch, oder? Ja, auf jeden Fall. Das kostet so $1-2 so. Oh, nein, das ist ja das. Nein, $1-2, Alter. Na gut, du kennst die Preise noch nicht, ne? Aber Blechdose, der ja, war doch, gut, Alter. Wahrscheinlich $1-2 für nee. So ein Skin. Nee, Waffen kosten so schon mal 30 oder so. Also die, das Skin vielleicht, ja. Aber die Komponente, die du einbauen willst, die kosten ja, kann man so hinten die Waffen. Komponente dann schon, aber hier, ich sag mal, wenn du da eine Kaffeetasse, eine goldene drin haben willst, dann kostet halt auch mal ein bisschen mehr. Ja, Rabbit, das wenn stimmt. Die Skins, das habt ihr recht, die Skins sind günstiger, ja. Die Skins sind günstiger, aber wenn du die an die High-End-Komponenten ran willst, dann wird das mal ganz schnell teuer. Naja, das ist aber so Mikrotransaktionen und naja, da kann man ganz schön schnell viel Geld loswerden. Genau, deswegen setzen wir uns ein Limit, so $200 und dann bauen wir uns eine 300i zusammen für $200. Da kriegst du bestimmt was Cooles zusammengebastelt. Also ich finde das ganz schön teuer, wenn am Ende eine so gestaltete 300i, wie man es haben will, dann wirklich $200 alleine kostet. Kann passieren, also. Ja. Und das besten rein haben. Das finde ich für eine 300i ganz schön happig. Ja, der kommt drauf an, ne? Aber so ist es, Rabbit, das kommt drauf an. Willst du jetzt eine von kommt drauf an, was du für eine Kaffeemaschine rein haben willst. Ein Vollautomat, eine mit Pads oder irgendwie solche mit diesen, das ist also ein Vollautomat und ein Kaffee-Vollautomat, genau. Bist schon bei 1000 Euro. Und das ist ja ein realer Preis, also das ist, klar, dann wird das teuer, das Schiff. Oder, Fusiro? Ein Kaffee-Vollautomat kostet doch jetzt auch so 500-600 Euro bis 1000, ne? Man kriegt, also meiner hat 320 gekostet. Siehst du, und dann kostet das Schiff $55 plus 320 für den Kaffee-Vollautomat. Ja, wenn da auch echter Kaffee auf meinem Computer kommt, dann okay. Nein, Spaß beiseite. Ich bin echt gespannt, wie die Preise wirklich sein werden. Man weiß ja nichts Genaues. Ich habe die Information nur von Reddit so ein bisschen. Das werden wir auch noch angehen so ein bisschen. Weil was auf Reddit gedroppt ist, nehmen wir auch durch so ein bisschen. Oder sprechen wir an zumindest. Preise sind gedroppt. Und Preise sind heftig, sage ich euch. Ja, du kannst die Kaffeemaschine weglassen. Aber wenn ihr die haben wollt. Kostenlos und Faxi. Da hast du recht. Oder du nimmst einen schönen Emmy. Crazy. Pass auf, jetzt krieg ich wieder richtig Ärger. Crazy, bitte hau mich nicht. Nein, Crazy, ich mach keine Werbung. Das ist gar kein Emmy. Das ist hier, das ist was anderes. So. Ich trinke gar keinen Emmy. Tata. Die brauchen jetzt jeden Dollar. Da hast du gar nicht mal so Unrecht. Die sind doch, das glaube ich nur nicht. Aber das glaube ich nicht, dass sie Geld brauchen. Das ist richtig. Versteht mich bitte nicht falsch. Überhaupt gar nicht. Ich liebe Sci-Fi Simulation. Ich verstehe dich bestimmt nicht falsch. Und ich war auch von SC gehypt, aber jetzt warte ich seit einigen Jahren etwas. Also ganz ehrlich, ich war kann ich voll und ganz. Ja. Und ich warte Bugs, hast du recht. Ja,
als ich 2012 finanziert habe, das Spiel hier, war mir bewusst, dass ich 5 oder länger Jahre warte, bis ich überhaupt ans Spielen komme. Und jetzt sind noch keine 5 Jahre vorbei und ich spiele das Spiel schon in der Alpha. Für eine Alpha super funktioniert. Also da habe ich rauskommende Spiele gespielt, die waren beschissener als diese Alpha. Und deswegen bin ich da absolut nicht bei dir, Gobashi, ganz ehrlich. Darf ich da als SC-Anfänger was zu sagen? Ganz kurz, kannst du gleich noch mal kurz, Gobish. Ich bin voll bei dir, ich verstehe das komplett. Also ich bin bei dir. Es ist echt ein schmaler Grat zwischen den ganzen Kram. Ich verstehe beide Seiten tatsächlich. Ich bin auch bei weitem nicht mehr so gehypt wie früher. Ich liebe Star Citizen, sonst würde ich das nicht 4-mal in der Woche streamen und Spaß haben. Aber das kommt auch nur durch die Community. Das ist genauso wie WoW. Hätte ich nicht euch, würde ich nicht dieses System haben. Also eure Community, dass wir hier eine Community aufgebaut haben. Eine Star Citizen, deutschsprachige Community. Denn, glaube ich, würde ich gar kein Star Citizen nicht mehr so spielen in diesem Umfang. Zumindest nicht in diesem Umfang, wie wir das jetzt machen. Das ist quasi die Community, dass das am Leben hält. Also von meiner Sicht schon so ein bisschen, muss ich zugeben. So ist es ja auch in WoW. WoW hat ja auch eine große Community. Und viele Freunde spielen WoW. Und was machst du, wie viele Leute nur noch WoW spielen? Weil deren Freunde auch WoW spielen, weil es eine Community sich da drum gegründet hat, um dieses Spiel. Es ist gar nicht mehr das Spiel alleine, um das es geht. Es geht einfach schon um die Menschen, um die Leute und dass man das zusammen erleben kann. Und das, also ich verstehe beide Seiten. Ich bin auch nicht mehr so gehypt wie früher. Mir macht es immer noch total Spaß. Ich habe Spaß. Ich kaufe auch hier und da mal ein paar Kleinigkeiten. Nicht mehr so viel wie früher, aber weit nicht mehr. Also, aber Spaß macht es trotzdem. So, Gavi, hau du mal raus als Neuer. Ich als Neuer? Mhm. Also, es kommt ja wahrscheinlich Ende nächsten Jahres Quadron 42. Das ist schon mal ein Vorläufer und dann finde ich lieber ein richtiges Spiel rausgebracht als was Halbfertiges. Dafür lieber ein bisschen länger warten. Also ich kann die Leute verstehen, die schon lange dabei sind und darauf warten, dass was kommt. Aber das Problem ist, es ist ja keine Zeitlinie festgesetzt. Also es kann ja noch 10 Jahre dauern, bis es fertig ist. Deswegen warten wir einfach ab und regen uns am besten nicht drüber auf. Nö, aufregen tut sich ja keiner. So nicht. Das kannst du so nicht sagen. Die müssen mal vorankommen. Das bringt nicht 10 Jahre oder so weiter. Das kannst du nicht so nicht sagen. Absolut nicht. Die müssen jetzt langsam vorankommen. Es muss sich die nächsten 3-4 Jahre was zeigen, dass sie überhaupt vorankommen, weil Sie müssen schon vorher was zeigen, auf jeden Fall. Nee, vorher geht ja nicht. Erstmal, ich sag dir erst Squadron 42 muss rauskommen. Das dauert mindestens 2-3 Jahre. Nee, Squadron 42? Nee, das kommt vorher raus. Nein. Fexi, das kannst du vergessen. Also laut Roadmap kommt das Anfang Mitte nächstes Jahres. Von der Roadmap haben wir ja schon sehr viel gelernt, wie alles sehr schnell vorankommt. Dass dann, sagen wir mal, 30 Sachen angezeigt werden, sollen fertig werden am Ende bei Release, dann kommen dann 3 Sachen finnig, der Rest ist nicht fertig. Also ich würde sagen noch 2-3 Jahre für Squadron 42. Und für Ding, da muss das schnell vorangehen. Das Problem ist eben, dass die Community eben sehr viel Input reingehauen hat, was sie sich alles wünschen. Und das hat das Spiel natürlich verzögert. Das ist aber hart crazy. Dann werde ich aber pleite. Dann kann ich irgendwann meine Stromrechnung nicht mehr bezahlen. Also. Nee, das wäre ein bisschen krass. Wenn Amy mich dann unterstützt dabei, dann geht das wiederum. Dann mache ich das gerne. Also, wenn ich nochmal sagen darf, gerne. Mit Tarkov kann man das überhaupt nicht vergleichen, das Spiel. Ich sag mal, Tarkov, das ist ein First-Person-Shooter, der Sachen abgreift, die schon in zig anderen First-Person-Shooter fertig sind. Ja? Mhm. Die Programmierer brauchen da nicht groß irgendwas zu programmieren. Die haben das, die müssen eine neue Map gestalten und die müssen neue Szenarien gestalten. Aber die ganze Technik von First-Person-Shooter-Gedöns ist alles vorhanden. Das nehmen die aus dem Schuhkarton und machen das Spiel fertig. Das ist klar, dass das in 2 Jahren da ist, das Spiel. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein Vergleich, der hinkt für mich. Ja, der hinkt deswegen auch, da gebe ich tatsächlich Toddy recht. Die mussten auch die ganzen Tools erstmal bauen für die prozentuale Generation, den ganzen Kram. Das war natürlich auch sehr, sehr schwierig, überhaupt die Tools zu stemmen, dass es überhaupt funktioniert, dass sie schneller entwickeln können. Und Thymian, schön, dass du da bist, Thymian. Und ja, du hast ja recht, Crazy. Ich halte mich zurück und ich krieg das jetzt hin, dass ich nicht mehr so viel Werbung mache. Okay, tut mir leid. Du hast ja recht, Crazy. Fixi, auf Twitter ist das okay. Was denn?
Ah, okay, auf Twitter ist es okay. Bekomme ich voll Ärger von euch. Nee, ist ja auch okay, ihr habt ja recht. Also ja, ich bin auch auf jeden Fall gespannt. Möchte sonst noch einer am TS was dazu sagen? Zu dem Thema, wann kommt oder Release oder wann ist es soweit? Wo wir gerade bei dem Thema sind. Ich möchte dazu noch sagen, ich fürchte, die ganzen Tools, die der Tolli gerade beschrieben hat, die sind noch nicht mal fertig. Also die arbeiten, also die haben ein eigenes Team, was an den Tools arbeitet, damit die Entwickler immer schneller vorankommen. Und wir hatten schon ein paar Ausschnitte, wo die gesagt haben, oh, hier hat sich die und jene Auswahl ist hinzugekommen und das können wir jetzt direkt über ein Menü machen und so weiter. Das spart uns eine Stunde Arbeit und solche Sachen. Und umso mehr sowas kommt und da fehlen noch ein paar Dinge, wird es eben schneller gehen, diese Sonnensysteme zu bauen und so weiter. Ja, aber um die Sonnensysteme mache ich mir keine Sorgen, Pusero. Das ist kein Problem. Die Problematik ja, rumkommen. Ja, aber die Problematik ist eher, dass die das nicht keinen Plan haben, wie sie die Game-Mechaniken einführen, wie Salvaging und ganz andere Zeug. Das ist das Problem. Die Systeme reinzukriegen, das ist jetzt easy peasy für die. Da haben sie ja schon tausendmal schon gesagt, da haben sie die Tools und. Aber jetzt zum Beispiel letztens bei Ding haben sie selbst gesagt, die haben momentan noch nicht mal eine Idee, wie sie eben dieses Salvaging einführen. Wie wollen sie später Medic einführen? Wie wollen sie all die ganzen anderen Game-Mechaniken einführen? Da haben sie noch bis jetzt noch keinen konkreten Plan. Da haben sie das ist ja auch nicht so schlimm, da wären ja Konzepte dafür geschrieben. Na, ne, so schlimm. Also wenn du das nicht schlimm findest. Nö, finde ich gar nicht schlimm. Nee, weil das kriegen die hin. Game-Mechanik hinkriegen ist nicht. Was in Star Citizen reinkommt. Es geht hier um Squadmen, die müssen das fertig kriegen. Und was da drin nicht gebraucht wird, über den Jordan damit. Nee, also ich habe nicht für Squadron 42 bezahlt. Oder geplätscht und so weiter. Doch, weil, du wolltest ein Shooter-Game. Nein, was redest du für ein Ich wollte ein Online-Weltraum-Simulationsspiel. Ich habe für Star Citizen und nicht für Squadron geplätscht, okay. Aber du musstest, du konntest am Anfang gar nicht für Squadron, nur für Squadron plätschen. Star Citizen war nie geplant. An der Anfangsphase, okay, das war ja nur an der Anfangsphase, bis zu einem bestimmten Stretch-Goal, gab es überhaupt gar nicht Star Citizen. Genau, gab es gar nicht. Ich habe mein Crowdfunding alleine für Star Citizen gemacht, ja. Und irgendwann nach 2 oder 3 Jahren kam er bei der Gamescom an und meinte so, wir machen jetzt noch ein Squadron 42. Und, nee, Squadron 42 war zuerst da. Star Citizen kam erst später dazu. Also ganz ehrlich, umgekehrt. Kann man einer, ja, jetzt, das könnte man ganz schnell sogar rausbekommen, wenn man einmal ganz kurz in die Stretch Goals reinguckt, aber jetzt schnell rein. Ja, wenn du die Stretch Goals anguckst, dann kriege ich wieder Kopfschmerzen. Hör mal auf. Das war ziemlich am Anfang, da musst du noch nicht mal weit runter scrollen. Das ist ziemlich oben. In den Stretch Goals, da steht das. Die Stretch Goals, das ist die Hölle, wenn man sich das anguckt und vergleicht, was die bis jetzt hingekriegt haben. Man kann das Spiel nicht vergleichen, ich fühle mich einfach im Stich gelassen von den Unternehmen. Ich habe ein Starter-Package gekauft und habe gewartet, dass das Game mehr passiert. Bevor. Ja, das, Gorbisch, das kommt so ein bisschen auch dadurch, weil die ziemlich viel geändert haben. Das sollte ja eine ganz andere Sache. Die wollten ja einen ganz anderen Weg einschlagen am Anfang, viel leichteren. Die haben ja gar nicht mit diesem Erfolg gerechnet, dass sie so viel Geld einnehmen und dass sie so weit die CryEngine oder diese Lumberyard-Engine jetzt so weit umbiegen können, was sie jetzt für ein Spiel erschaffen. Das war ja alles gar nicht. Es war ja noch nicht mal geplant, dass du auf dem Planeten landen kannst. Also voll also von alleine runterfliegen kannst auf dem Planet, wie das jetzt schon ist. Das war alles gar nicht geplant. Normalerweise war das so gedacht, du hast eine Einflugschleuse, die Steuerung wird übernommen und du wirst auf dem Planeten runtergeflogen und landest dann auf einem festen Punkt. Und davon gibt es vielleicht 2, 3 Stück auf dem Planeten. So war es eigentlich ursprünglich gedacht. Dieses prozentuale Rendering, dieses prozentuale Erstellen, das war alles überhaupt gar nicht gedacht. Das kam erst 2014, 2015 auf, dass es funktionierte. Und deswegen kannst du erst damit rechnen, dass sie erst 2015, 2014 mit der Entwicklung richtig angefangen haben. Und du hast ja auch noch das Problem gehabt, dass ja nichts da war am Anfang. Es gab keine Entwicklerbüros, es gab nur ein Studio. Die mussten erstmal die ganze Infrastruktur für die ganzen Mitarbeiter erstmal erschaffen. Die mussten die ganzen Koordination, Abläufe erschaffen. Die mussten gucken, wie die überhaupt entwickeln wollen. Jetzt machen die eine Scrum-Entwicklung, was auch okay ist. Das heißt, die mussten erstmal gucken, wo die überhaupt hin wollen mit der ganzen Firma, mit CIG selber. Die hatten ja keinen Plan gehabt, vielleicht hatten die einen Plan gehabt, weil die mussten die erstmal umsetzen und das hat ja auch lange gedauert. Du bist du so, sag ich mal, jetzt sind es 500 Entwickler und bis du sowas stemmst, denke ich mal, das dauert, also die haben das eigentlich gut hingekriegt in der Zeit, finde ich schon. Oder Pusio, was sagst du, bist ja auch Entwickler, das haben die auch gar nicht so falsch gemacht, oder? Weil die musstest ja auch überlegen, das sind ja nicht nur die Sachen, wo die entwickelt haben die Zeit, die hatten ja keine 500 Leute von Anfang an gehabt, die haben mit 13 Mann angefangen und mussten erst die ganzen Studios und auch alles gründen, die ganzen, also die ganzen quasi, ja, die ganzen
Zitriat. Aber jetzt einfach dieses immer wieder drauf rumgehacke, oh, die haben mir klein gefangen. Jeder hat mal klein gefangen, aber die haben ab 2015 hatten sie dann sozusagen genau. Das Geld und richtig, so weiter. Richtig. Wir müssen von dort aus rechnen. Genau, davon kannst du rechnen, dieses, ja. Dieses Rumgejammer von wegen 2012 klein angefangen. Die hatten 2012 keinen Plan, die hatten 2015 keinen Plan. Und von dort ab ging es dann langsam systematisch aufwärts. Mm, genau. So, und wenn wir jetzt sagen, von wegen, was haben wir bis jetzt erreicht? Ein System, Game-Mechaniken nicht integriert, doch, großartig. Mining. Ist Handel, Transport, Bounty Hunting. Und nichts geht perfekt. Ja, das ist richtig. Also, wir haben keine 100% funktionierende Game-Technik. Wir haben für die zukünftigen, haben wir nicht mal einen Plan. Da haben sie gesagt, Salvaging wird gemacht wie Mining. Schwimmsling. Oder so haben sie sich das mal ausprobiert, aber sind nicht damit zufrieden. Also, wir haben da noch nicht mal einen Plan, wie das laufen soll. Ganz einfach. Und oh, Starlands, da wusste ich auch gar nicht. Wir wurden leider verwöhnt 2018. Mhm. Mit so viel Sachen. Und jetzt momentan... Ja, müssen wir abwarten. Salanza hat auch nochmal geschrieben, wegen Star Season wurde die Entwicklung nochmal über den Haufen geworfen. Das stimmt, Salanza, ja. Die Entwicklung hat ja erst 2015 richtig begonnen. Genau, richtig. Crazy. Ja, aber die muss aber auch bedenken, ich habe auch später geplätscht. Ich habe nicht für genau, Squadron 42, ich habe für das Online. Deswegen auch diese ganzen Schiffe, weil die meisten Schiffe, die du jetzt kaufen kannst oder fliegen kannst, die werden in Squadron 42 gar nicht drin sein. Die wirst du gar nicht fliegen können. Ja, das stimmt schon, aber quasi, wenn du sagst, für extra für das Online und auch sagst, hier 2015 ging die Entwicklung richtig los, ja, wie lange soll denn so ein Spiel dauern? Das wird nie innerhalb von 4 Jahren fertig. Die brauchen mindestens 8. Mindestens. Ja, okay, morgen, grüß dich. Schön, dass du da bist. GTA 5 hat ebenfalls 8 Jahre gedauert. Das erwähne ich immer mal gern, weil die hatten ihre Studios schon. Also okay. Rechnen wir mal ab 2015, 8 Jahre drauf. 2023. Das ist ein ganz normaler Prozess, ist nicht zu lange. Ist noch nicht mal zu lange, denn sogar. Das klingt zwar ein bisschen fies, aber es ist so. Das Problem ist nur, die haben eine offene Entwicklung. Die und haben wenn... ein Missmanagement, weil ganz ehrlich gesagt bin ich auch der Meinung, dass die das nicht. Wie gesagt, wenn man sich schon bedenkt, dass die jetzt schon an die Grenzen geraten sind, das heißt, das ist dann. Kasi voll... hat eine, der gerade. Rabbit, Kasi hat eine Prola, der gerade redet. Prola ist heute auch nachher noch Thema, das gehen wir auf jeden Fall gleich noch durch. Prola und die ganze Sache. Wir könnten uns jetzt wieder zu Tode. Also, ich bin der Meinung, das ist Missmanagement. Total, in meinen Augen. Ja, vielleicht so. Also, Gobishi, ganz ehrlich, die sind nicht in einem halben Jahr pleite. Ja, also das, ich weiß nicht, ob du da jetzt auf den Forbes-Artikel rumeierst, aber der Forbes-Artikel ist ganz großer Bullshit in vielen Bereichen. Ja, und auch hier in einem Stream, den wir extra dafür gemacht haben, in vielen Bereichen widerlegt worden, dass die ganz schlecht recherchiert haben und auch ganz belanglose Sachen zum Teil dabei hatten und vor allen Dingen auch sehr, sehr viel Eigenmeinung zwischendurch. Genau. Immer gespickt mit falschen Tatsachen oder alten Informationen. Und von daher, ich meine, ganz ehrlich, ich kann mir vorstellen, dass du da jetzt sauer bist und dass du denkst, oh Gott, meine 50 Euro sind jetzt weg, ja, weil das Spiel nie fertig wird. Aber ganz ehrlich, ich habe 3000 Ocken da reingesteckt und ich bin nicht ängstlich und bange darum, ob das Spiel fertig wird oder nicht, ja. Ich habe das Geld da reingesteckt und habe mich weit im Voraus darüber informiert, was los ist und was kommen kann und wie lange es dauern wird, ja. Und von daher mache ich mich nicht bange drum. Ja? Das, was ich bis jetzt habe, ist nicht perfekt. Ja? Ist auch völlig in Ordnung. Ja? Aber die letzten 2 Jahre, die Schritte, die ich damit erlebt habe, zu den Schritten davor, wo du nur in einem Hangar gestanden hast und ein Schiff gesehen hast und ein paar Minigames dabei hattest, ganz ehrlich, da bin ich jetzt... schon froh, ja, weil ich sehe, dass ganz andere Strukturen herrschen und dass die ganz andere Schritte machen in ihrem Weiterkommen. Auch ich kann aber auch Kasi verstehen und ich weiß auch, was er meint und bin da in gewisser Weise auch bei ihm. Aber ich hoffe und glaube, dass die mittlerweile sich, auch Kompetenz eingekauft haben an Leute. Wenn ich hier Frankfurt sehe und den Kollegen, der da das leitet. Brian Chambers.
Ja, Ryan Chambers und manch andere, die dazugekommen sind, die wirklich kompetent sind in ihrem Tun, weiß ich, dass es in der richtigen und in der guten Richtung geht. Und ich glaube auch, dass sie den Chris auch ein... User disconnected from your channel. Siehst du, weil du zu viel Positives gesprochen hast, bist du rausgeflogen. ist ja echt jetzt rausgeflogen von alleine, krass, oder hat ihn einer rausgeworfen? Hat die Verbindung getrennt, hat verlassen, aus Versehen. Weil das zu viel Bullshit war. Und das war jetzt sarkastisch. Ich weiß. Was jetzt sagt, das war so viel Bullshit, das hat TS nicht und das ganze Internet nicht ausgehalten. Er ist rausgeflogen. Bam. Starlancer, guck mal, Starlancer hat Freunde und also Starlancer hat Familie und Freunde in LA und Frankfurt Studio und die sind eigentlich positiv eingestimmt. Also ich sehe es jetzt auch nicht so kritisch alles. Ja, also ich sehe es sehr kritisch. Also ganz ehrlich gesagt, ich sehe es sehr kritisch. Es ist, wie soll ich sagen, Also du siehst wirklich keinen richtigen Fortschritt momentan. Und da haben die auch gesagt, dass sie an Star Citizen nicht erstmal so weitermachen, sondern dass sie erstmal Squadron 42 jetzt auf die Reihe haben möchten, dass sie nicht mehr so viel in Star Citizen kommen. Das haben die ja von vornherein Anfang des Jahres ja schon gesagt. Ja? Das ist doch aber schon ein Anzeichen, weil sie es nicht gebacken bekommen haben, Star Citizen, also das Online, haben sie nicht auf die Reihe gekriegt. So, und haben sie gesagt, die Leute werden langsam, also das ist meine Meinung. Da haben sie gemerkt, von wegen, die Leute werden unruhig, bla bla bla, negativ und so weiter. Und haben die gedacht, so komm, scheiße, wir müssen doch irgendwas rausbringen, damit die Leute mal jetzt mal was geliefert bekommen. Gut, konzentrieren wir uns auf Stars, also auf Squadron 42. Naja, das sehen wir wahrscheinlich erst in 3 Jahren oder sowas. Und aber Kasi, das mit den Fortschritten, guck mal, in welchem Zeitraum waren das? Er hat halt gerade selber gesagt, 2018 wurden wir verwöhnt von dem ganzen Zeug, was dort reingekommen ist. Und jetzt haben wir es. Hey Donkey, morgen grüß dich. Welche Meilensprünge sollen die machen in Zeiten, wo gar keine Patches kommen? Hm. Wir hatten erst einen Patch in dem Jahr, jetzt kommt der zweite. Wir haben die erste Version von Mining bekommen, die nicht mal einwandfrei funktioniert. Buzero in einem Jahr. Sie hat funktioniert. Jetzt ist sie wieder kaputt, aber sie hat funktioniert. Ja, das meine ich, das habe ich aber vorhin auch gemeint, von wegen, wir machen Rückschritte. Anstatt langsam voranzukommen, machen wir also einen Schritt vor, 3 Schritte zurück. Und das ist die Sache, wo ich das nicht raff. Und jetzt mit diesem Coulson, der wo jetzt gesagt hat, oh, natürlich, komm, wir bringen ein neues Flight Model raus, hat es total versemmelt. Da haben sie, wie gesagt, so viel kaputt gemacht. Ja, crazy. Das ist schon so ein bisschen. Aber crazy, das kommt daher. Das ist es. Die Entwickler, die kennen das. Du schraubst an einer Schraube, du veränderst das. Ist uns allen klar. Und dann passiert irgendwas an einer anderen Stelle, was nicht mehr richtig funktioniert. Und das wird immer wieder passieren in der Entwicklungsphase. Bis wir einen Status Quo erreicht haben, wird uns das immer wieder passieren. Bis sie sagen, hier, jetzt haben wir dies geschafft, dass man hier einen Cut. Hier passt das jetzt, hier ist die Sache rund, da müssen wir das nicht mal anfassen und dann läuft das auch durchgehender stabiler und dann kommen nur noch Verbesserungen rein. Das ist eigentlich fast normal. Warte mal ganz kurz, wir einmal kurz auf den Chat eingehen. Genau, was noch Gorbisch geschrieben hat, ich bin nicht sauer wegen den 50 Euro, ich bin enttäuscht von dem Programmierer, ich bin enttäuscht, wie lange der Fortschritt voranschreitet. Wie gesagt, ich würde gerne weiter unterstützen und mir richtig geile Raumschiffe kaufen, aber die ist zurzeit keine Zukunft. Verstehen kann ich dich, glaube ich. Das ist auch manchmal so. Ich habe ja auch so gedacht, die sollen erstmal wieder was Cooles rausbringen. Wenn die wieder was Geiles rausgebracht haben, keinen geilen Fortschritt, wenn man sieht, dass es wieder richtig geil vorangeht, dann kann man auch mal sagen, so, jetzt hau ich mal wieder 50 Euro rein oder so. Das kann man ja auch mal von sich selber, man muss ja auch nicht so viel spenden. Das ist auch alles gut und man braucht ja nur ein Starter-Package oder man wartet einfach, wie die Weiterentwicklung ist. Man muss ja überhaupt gar nicht spenden. Man kann ja sagen, so, ich interessiere mich für das Spiel, ich finde das geil. Oh, guck mal, die Mechanik ist drin. Oh, guck mal, der Faxi, der streamt, das sieht ja gar nicht schlecht aus, das sieht gut aus und das ist genau das, was ich machen möchte nachher zukünftig. Jetzt ist der Zug, jetzt ist bei mir der Zug angekommen, jetzt möchte ich rausspringen und dann kann man ja auch erst vielleicht anfangen zu plätschen. Man muss ja noch gar nicht plätschen. Das ist ja immer so eine Sache, eine Geschmackssache. Wenn man zum Beispiel da Savage drin ist vielleicht ist das dann deine Spielvision, worauf du Bock hast auf Savage und es funktioniert gut und dann plätschst du. Oder du sagst, oh, einen richtig schönen Fortschritt haben die gemacht mit den Objekt-Containers, streamt serverseitig, das funktioniert ja richtig gut, das will ich die Leute auch mal wieder unterstützen dafür, dass das so gut funktioniert und dann spende ich nochmal 50. Also das, man kann ja immer, man muss ja nicht immer so viel Geld reinstecken, bin ich voll bei dir, glaube ich, das kann ich schon verstehen. Also jetzt auf einen Punkt zu bringen, warum ich jetzt mal angepisst bin, Fexi, mit denen ist einfach diese Überheblichkeit mit diesen Roadmaps, dass die nicht einfach mal sagen, Jungs, wir machen weniger rein, also in die Roadmap und dann könnt ihr nicht enttäuscht werden. Also was
zuverlässige Aussagen. Anstatt hier 30 Sachen reinzuhauen und dann nur 3 oder 4 fertig zu kriegen. Also das ist dann peinlich. Hey, weiß, morgen schön, dass du da bist. Die amerikanische Art wäre das doch nie. Nein. Die wollen das doch, die wollen sich doch selbst unter Druck setzen. Das hat doch Chris Roberts mal gesagt. Oder auch die Entwickler, die Chefentwickler haben gesagt, die werden mehr reinhauen. Denen ist das bewusst, dass es hart ist, das überhaupt zu stemmen. Aber die wollen das reinmachen, weil die ein hohes Maß an Ziel haben möchten. Und denen ist es bewusst, dass sie meistens wieder ein paar Sachen rausstreichen müssen. Hatten sie damals erzählt. Level up. Ich glaube, das kommt jetzt. Yeah, level up, Jungs. Weil die jetzt mittlerweile Schade, so viel 104, Alter, haben Delikator, für SQ, dass sie mit dem Zeug, was sie Dankeschön. Optimistisch geplant hatten, noch schlechter dran sind. Da hast du recht, die Kleinigkeiten kann man später reinbringen. Dass die Entwicklung manchmal ein bisschen schwierig ist und, also wie gesagt, also meine Traumentwicklung wäre gewesen, dass sie erstmal quasi mehr auf Mechaniken eingehen, aber dann hast du halt die ganzen Spielmechaniken drin, alles funktioniert super und dann kriegen die nachher diese andere Technik hin. Also normaler, ich glaube, die machen das schon ganz richtig, so wie sie es machen. Also es ist schwer jetzt immer zu sagen, weil wir ein bisschen weit weg sind davon. Ja, die müssen ja erstmal gucken, dass das technische Fundament stimmt. Und das technische Fundament, wenn das gewuppt ist, dann können ja nachher die Spielmechaniken reingehen. Das ist eben das, was ist wichtiger. Also für mich wäre es cooler, für mich persönlich jetzt, wenn ich jetzt eine Meinung haben darf, die sollten gucken, dass sie das Objekt Container Stream serverseitig hinkriegen und das Server Meshing, das wäre so mein Lieblingspunkt, dass sie sagen, hey, wir haben zwar nur ein System, aber das ist schön groß, Spielmechaniken kommen, ziehen wir jetzt nach, das andere funktioniert und Jungs, jetzt könnt ihr auf den Server raufkommen, kommt 10.000 Leute auf einen Server rauf, wir testen das heute, bam, und es funktioniert stabil und es macht Spaß und nochmal 20.000 Leute rauf, bam, und im nächsten Monat 1 Million auf den Server raus, auf Server Meshing, das ist brennend. Das wäre doch geil, das wäre auch geil. Du hast das Stanton-System, so wie es jetzt ist, bisschen Spielmechanik und du bist da mit 1 Million Menschen drauf. Wie geil wäre das denn? Also das wäre doch so ein geiler Hype und dann bringen sie langsam die Spielmechanik rein. Und genau das ist das, was sie machen wollen. Das bringt uns das, wenn wir nachher ganz viel Spielmechanik haben und dann funktioniert aber das Fundament nicht. Das ist irgendwie, die Donkey, die haben von 10 Millionen gesprochen in einem Sektor. Ist natürlich schwierig jetzt weit hergezogen, aber das war mal deren Aussage. Auch das sagt mal nicht, Also es ist möglich. Möglich ist das schon. Wenn du die richtige Technik hast, die richtigen Ehrgeiz, die richtigen Entwickler, die richtige brennende Idee im Kopf hast, den richtigen Hirnschmalz, das umzusetzen, dann ist das, glaube ich, schon machbar. Warum nicht? Ich glaube, das wird nicht so viele Leute geben auch in einem Sektor. Ich glaube, das wird nie passieren. Es kann doch nicht sein, dass wenn eine Idee hat, alles auf meisten weiter... Ja, gut, Crazy, das kann... Ja, das ist schwierig, das ist schon... Ja, Crazy, ich verstehe dich auf jeden Fall, klar. Alles ändern, ja. Das ist, ja. Das, an diesem Punkt waren die ja mal, das machen die ja nicht mehr. Also, die sind ja an der Tech-Demo ja so gesehen vorbei, geflitzt. Die sind ja jetzt in der Alpha, quasi bauen das jetzt alles zusammen. Tech-Demo ist ja durch. Die wissen ja, was sie machen wollen jetzt. Also, Tech-Demo-Entwicklung, dass sie technische Sachen noch irgendwie suchen, das war ja damals noch, wo die gesagt haben: Okay, wir machen das noch nicht mit den prozentualen, sondern einfach nur mit den festen Sachen, was feststeht und nicht automatisch raus und reingestreamt war. Das war ja der ursprüngliche Plan, das war ja so geplant, das haben die weggeworfen, weil dann haben die neue Tech-Demo gebaut und wo wir jetzt eigentlich sind. Und das haben die eigentlich nicht mehr umgestoßen, eigentlich soweit, oder? Crazy? Oder Pusiro, sag ich da jetzt was Falsches? Na, und Squadron haben sie einmal weggeworfen, weil, nicht Squadron, sondern Star Marine und so weiter, weil das wurde ja von einer anderen Firma gemacht. Die Grids haben es nicht zusammengepasst mit den Schiffen. Damit konnten die Schiffe aus dem PU und so weiter nicht in das Grids übernommen werden von den einzelnen Modi, also hier Arena Commander und Star Marine. Und damit konnte das neu gemacht werden. Das haben sie komplett weggeworfen. Ja, also ich bin immer noch der Meinung, das ist noch eine Tech-Demo. Ganz einfach, weil wenn man überlegt, bei so Game-Mechanik wie Salvaging Medic und, da haben sie nicht mal einen Plan. Also. John, drück mal genau F5. Eigentlich läuft bei mir alles gut. Sieht eigentlich gut aus. Ja, hatte ich schon. Ich habe jetzt einfach mal einen kompletten Browser geschlossen. Okay. Erzähl weiter. Entschuldigung, Kasi, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, also für mich ist es immer noch eine Tech-Demo, das ist noch keine Alpha. Na gut, das ist ja. Weil, wie gesagt, wenn sie nicht mal einen Plan haben, wie sie bestimmte Sachen machen, dann mittendrin plötzlich anfangen, wieder das Flugmodell extrem verändern, kriegen das dann immer noch nicht gebacken. Ja, aber das ist ja keine technische Änderung. Wie das Flugmodell? Mhm. Natürlich, also bitte, die haben die Werte total hin und her geschoben, die haben das ESP immer noch nicht rein, also die haben so viele Sachen. Das ist aber gemacht. Gameplay, also das ist aber kein technisches Fundament, sowas wie, ja, wie gut, Programmierung. Aber haben sie jetzt zum Beispiel auch immer noch keine Tools und so weiter. Also technische Fundamente, das ist quasi Lumberyard Engine,
Server-Streaming von Daten, Server-Mashing, totale Persistenz würde ich auch noch damit reinrechnen. Also das sind alles technische Sachen, also alles, was technisch, Programmierung und technisch, also das Fliegen, Flugmodell, Schießen, Raumschiffe, das ist alles, das heißt, das sind eigentlich keine Technik, das ist eigentlich kein Fundament, also das ist eigentlich Spielmechanik. Also ich kenne Alphas, die sind tausendmal besser als das. Also ich kenne auch ganz viele Alphas, die sind tausendmal schlechter wie das. So, bam. Ja, ja gut, aber für das, was sie verlangen und so weiter, für die Schiffe und das ganze System und, ist das für mich immer noch eine Tech-Demo. Ah. Okay, fragen wir mal einen anderen Entwickler. Busiro, Spati ist nicht da, ne? Muss ich leider auf Busiro. Tut mir leid, Busiro. Was, also Tech-Demo, da sind wir doch eigentlich raus. Also als Entwickler sehen wir das doch nicht mal als Tech-Demo an, oder? Also ich nicht. Ein Tech-Demo ist halt sowas, wo ich mir kurz eine Game-Mechanik angucke, nee, sondern irgendwie was, eine Grundmechanik, das gucke ich mir vielleicht 30 Sekunden an oder eine Minute, da gibt es nicht viel zu sehen, das ist meistens irgendwelcher Code, der abläuft. Aber manchmal gibt es sogar auch eine kleine Sache zu sehen, gibt es auch. Und, aber in eine Tech-Demo stecke ich keine 1000 Stunden, die ich hier locker drin schon habe, weil ich spiele das Ding normal. Und sowas Moment, die 1000 Stunden, die steckst du rein freiwillig und zwar immer den gleichen Scheiß Mist. Ich habe jetzt gerade eine Tech-Demo gespielt. Ich spiele sie gerade jetzt. Und ich sag dir es, die nennen das selber Tech-Demo. Und das hat mehr, ist ein anderes Spiel, aber die nennen das selber Tech-Demo und das hat mehr Spielinhalt als das, was du jetzt hier hast. Genau deswegen habe ich neulich schon gesagt im Stream, aus dieser Wortklauberei will ich mich raushalten, was nun eine Tech-Demo und eine Alpha ist. Weil jede Firma kann sich einfach so schön nennen, wie sie will. Jede Firma kann den Namen raushauen, wie sie will. Hier ist immer für Alpha-Bild irgendwas, hier ist es eine Tech-Demo-Version, bla bla bla. Das macht jeder so, wie er will. Deswegen, das bedeutet einfach nichts. Ja, wie gesagt, ich habe auch gesagt, für mich ist das eine Tech-Demo. Das ist keine Alpha, keine Beta und nicht mal ansatzweise eine Alpha. Ja, für mich ist das eine reine Tech-Demo. Ja, jeder so, also wie gesagt, technisch gesehen, da ich meine Entwicklungsstufe her, ist es keine Tech-Demo mehr. Also wenn du jetzt quasi in dieser Branche arbeiten würdest. Komm, Leute, warte mal, ich habe wirklich Geld reingedonnert. Ich bin mir bewusst, dass es auch ein großes Risiko bringt, aber auf jeden Fall, ob wie genau es rauskommt, ich dachte mir, ich gebe ganze 8 bis 10 Jahre, das ist auf jeden Fall ein guter Wert. Dann werde ich ja sehen, ob es ein Griff und Klo war, das glaube ich nicht. Über alles andere, Management, Planung etc. erlaube ich mir kein Urteil, ich auch nicht. Also ich persönlich auch nicht. Weil ich dir ganz einfach zu wenig hinter... Ich auch, ja. Ich genieße die Zeit richtig. Genau, komm, Dankeschön dafür, du genießt die Zeit mit uns. Wir haben Spaß auf jeden Fall und das kommt ja darauf an. Das ist es eben, diese Community, dieser Zusammenhalt. Wenn du jetzt alleine wärst, ne, also du hast wirklich das Spiel geplätscht, du zockst ein bisschen, dann kann es tatsächlich, bin ich voll bei euch, dann wird das langweilig, weil zu viel fehlt. Alleine ist das Spiel echt schwierig zu spielen, aber wenn man eine funktionierende Community hat, dann macht das Spiel auch Spaß und dann ist das gleich ein ganz anderes Ding. Dann macht das auch wirklich Spaß, sich auszutauschen, darüber zu diskutieren, zu philosophieren, sich die neuen Raumschiffe anzugucken. Wie geil freue ich mich jetzt auf das Customizing mit euch. Wie geil wird denn das sein, wenn wir eine 300i nehmen, wir bauen uns die 300i zusammen und dann hauen wir die einfach raus und mal gucken, wer das Ding gewinnt und wer das Ding denn vor uns durch die Gegend fliegt. Wie cool ist denn das bitte? Also ich freue mich genau auf solche Sachen. Also ein nettes Gimmick, Paxi, das mit dem Customization. Ist wichtig. Super Gimmick, aber es ist reine Geldmacherei. Ja, aber die brauchen ja auch das Geld. Erstens, die brauchen das Geld. Zweitens, ist es... Was willst du da machen? Die müssen das jetzt auch schon reinbringen, die müssen es jetzt schon testen, weil die ganzen anderen Schiffe müssen auch wieder überarbeitet und angepasst werden. Na klar. Nein, die machen das hauptsächlich wegen dem Geld. Nicht wegen Dingen. Ja. Weil wie du selber gesagt hast, Server-Meshing und OCS, daran arbeiten sie und solange das nicht fertig ist, können sie nur noch Gimmicks reinbringen. Nur Mist, wie die Kaffeemaschine, was auch immer, und den ganzen Mist, das ist nur, weil sie das fertig haben müssen, bevor sie überhaupt was anderes machen können. Also hauen sie irgendwas raus, irgendein Mist, wie zum Beispiel diese Pflanzen, die du pflücken kannst und nicht mit denen anfangen kannst. Das ist einfach nur... Legato, wir müssen nebenher noch was arbeiten. Aber Alligator. Das Wichtigste sind die zwei. Und das ist jetzt eine Geld-Scheffelmaschine. Total. Mhm. Bis 22 Uhr dann ungefähr. Pi mal down, 22 Uhr. Wir haben ja noch nicht mal angefangen, ehrlich gesagt, mit den ganzen Themen. Da legen wir gleich los mit. Ja, deswegen gleich hör immer auf, weil ich, du weißt, ich bin da immer, ich sehe das anders da. Also jetzt nicht absichtlich anders. Nix gegen Kaffeemaschinen. Hast du recht, Crazy. Nix gegen Kaffeemaschinen, Kasi. Total wichtig, wir brauchen Kaffeehase. Ja, du solltest mal schnell zurückgehen.
mit Kaffee. Alles klar, glaube ich. Was hat dir Spaß noch rausgenommen? Für mich ist der Titel Alpha noch nicht gerechtfertigt. Okay, also Le Spatler sieht das auch noch nicht als Alpha an, okay. Was? Was ist denn, was jetzt? Optimus, schön, dass du da bist. Optimus Flay, moin, grüß dich. Ich kann deine Frage irgendwie verstehen nicht. Wer ist, was? Wer ist jetzt die Stimme mit an der anderen Leitung? Was? Achso, das ist Kasi wahrscheinlich, meinst du Engelschatten? Das ist der Engelschatten. Der Kasi, der schimpft mit mir. Nee, mit dir doch nicht. Doch, ja, gut. Das ist schon, ich fühle mich gemobbt. Weißt du, wie ich mich fühle? Also, es gibt mehr Leute, die eben dieses deine Ansicht vertreten als meine. Mhm. Ja. Bin voll auf seiner Seite. Also Optimus sieht das auch so ein bisschen so wie du, Karl. Das ist ja auch okay. Das wäre auch sonst langweilig, wenn man alles grün sieht und alles wird heil und toll. Deswegen finde ich das auch immer, wenn Kasi eben auch darüber redet, der überlegt sich das auch vorher und haut das nicht einfach raus und will irgendwie Flame. Der überlegt ja schon, was er da sagt. Und er hat da ja auch ein bisschen Geld reingesteckt. Und ich denke mal, der flamet nicht einfach rum. Da steckt er. Er hat sich dann da schon Gedanken gemacht und will nicht irgendwie das absichtlich machen. Ja gut, ich meine, du weißt, Geld, okay, lassen wir mal das Geld beiseite, das genau. Ist natürlich auch ein Faktor, aber es ist auch die Liebe zum Spiel. Und wie gesagt, wenn du... Ja, Slinky, die will ich auch. Letztes Jahr eben verwöhnt, ich meine, wir waren ja letztes Jahr total gehypt mit allem. Ich meine, vor 3-0 war es ja total kacke und dann 3-0, so Anfang natürlich war noch sehr holpriger Anfang. Mit den ganzen FPS und ganz Schnickschnackes, aber dann wurde es immer besser und besser und besser. Und dann, wenn man sich mal anguckt, 3-4-3 war das oder das letzte? Das lief einwandfrei. Also ganz ehrlich gesagt, da waren wenige Bugs, fast alles hat funktioniert. Blablabla. Bla, bla. Also wir wurden verwöhnt. Uns wurde Zucker in den Hintern geblasen, bis zum geht nicht mehr. 3-5 kommt. Die entscheiden sich neues Flugmodell, sie entscheiden sich für das, machen die Roadmap voll mit super Sachen, wo sich die Leute, also wo ich mich gefreut habe, und dann plötzlich so bam, 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 es wird schlimmer, es gehen 3 Schritte zurück, fliegen, kann man sich dran gewöhnen, aber alles andere wird zerstört. Und das ist natürlich dann eben, ja, ein Schlag ins Gesicht. Mhm. Ja gut, falls ich da auch mal was zu sagen darf. Sehr gerne. Kasi, das ist jetzt aber dann, sag ich mal, so wie du es gerade aufgedröselt hast, ja das erste Mal, dass das so passiert ist. Ansonsten wurden wir, wie du es gerade selber gesagt hast, auch sehr gut verwöhnt. Und dementsprechend haben sie vielleicht den Aufruhr von uns jetzt, also ich bin da auch auf deiner Seite, ich finde es auch gerade so nicht schön, ich spiele es ja trotzdem, aber vielleicht haben sie diesen Aufruhr von uns dementsprechend jetzt einfach mal gehört. Und merken, okay, es ist gerade, wir haben ein bisschen Mist gebaut, da ist einiges wieder an alten Bugs dabei, was aus 3.1 und 2 und was nicht alles wieder drin ist und was wir eigentlich schon rausgebügelt hatten. Daran müssen wir jetzt erstmal arbeiten und das wirft uns zeitlich scheinbar gerade zurück. Deshalb ist die Roadmap ja auch gerade, sag ich mal, nicht mehr so gut zu durchschauen, wie sie es mal war, als es noch nicht 3.5 war. Na, das stimmt. Da gebe ich dir recht, bitte. Also ich bin da tatsächlich auch ein Optimist und ich habe das gerade von Leo auch schon im Chat gelesen. Oh ja. Aber ich bin trotzdem auch auf deiner Seite quasi so. Ich finde das momentan auch nicht schön, so wie es letztendlich war, weil ich habe, keine Ahnung, ich habe glaube ich 3-4 Monate mal Pause gemacht mit Star Citizen. Ich bin jetzt wieder voll drin und es ist schlimmer als vorher. Also Saurus Gürkchen hat gerade noch geschrieben, ich verstehe einfach was vom Thema. Weshalb ich über die meisten Aussagen nur noch lächeln kann. Okay. Wie meinst du denn das, Gürkchen? Möchtest du das aber einmal den Kontext uns ein bisschen näher bringen? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Würde mich auf jeden Fall interessieren, also was du besser verstehst und ob du es mehr positiv oder negativ siehst. Das würde mich mal interessieren, Gürkchen. Ob du siehst, okay, das ist alles gar nicht so schlimm und so wild, wie es ist, wie die meisten denken, oder sagst, oha, ist doch ein bisschen blöd alles und mal gucken. Kannst du mal ein bisschen den Kontext ein bisschen näher bringen, Gürkchen? Würde mich freuen, wenn du dazu noch was schreiben würdest. Finde ich gerade ganz interessant, die Aussage, Rabbit. So gemein, das CIG hast in 15 Minuten online, was? Geht. Wie soll man sich denn entscheiden? Ja, das 8 CIG geht halt auch gleich auf Sendung. Stimmt, du hast recht, die machen gleich Around the Rest, ne? Stimmt, stimmt, stimmt. Star Citizen Live heißt das jetzt. Ach, Star Citizen Live, okay, wusste ich gar nicht. Achso, da spielen die meistens irgendwie eine Quest oder sowas, machen die meistens, ne? Nee. Heute ist es sogar interessant. How we make spaceships. Ah, oh, sehr cool. Da bin ich gespannt auf jeden Fall. Das ist wirklich interessant. Also ich glaube, die erklären dann so den Weg von vom Konzept bis zum Release, wie wir es machen und so weiter. Mhm.
Und ich habe jetzt schon im Spektrum schon gesehen, viele Fragen, wie bezüglich wann die BMM kommt und andere Variationen und. Oh, diese Fragen. Alles aber über Schiffe. Was. Ein Optimist, ein echter Optimist. Ja, ich bin auch schon sehr optimistisch, klar. Also ich bin, weil ich sehe jetzt momentan nichts, dass es so extrem schief läuft. Also ich bin eigentlich auch sehr optimistisch in der Hinsicht auf jeden Fall. Und das wird auf jeden Fall werden. Gib dir mal ein bisschen Zeit. Entwicklung ist nicht von heute auf morgen leider gemacht. Das dauert einfach. Ich muss ehrlich sagen, ich spiele SC derzeit gar nicht. Weil es viele Bugs gibt, das stimmt leider, etc., die mir das Spaß einfach nehmen. Da hast du recht, aber ich kann warten. Ich warte einfach, bis weitere Patche kommen. Ja, also der 3.5er ist jetzt echt ein bisschen sehr... Bin ich voll bei dir, Gideon, du hast recht. Der 3.5er ist eine Bugsmaschine. Die 3.5er ist echt eine Bugsmaschine und das ist wirklich, kann sehr, sehr... Also kann, wenn du nicht gerade, wenn du schnell gefrustet bist oder nicht so gut, also wenn du, weiß ich nicht, machst du genau das Richtige, Gideon, dann sagst du, du setzt einfach ein, zwei Patche aus. Und dann läuft das auch nachher wieder. Also 3.5er, ich denke mal durch das neue Flugmodell, das war schon ein ganz schönes Ding, was sie reingehauen haben. Hat auch lange gedauert, bis das Ding richtig live gegangen ist, der 3.5er. Und ich denke mal, da haben die gut zu knabbern gehabt. Das war für die gar nicht mal so einfach, das neue Flugmodell reinzubringen. Und denke ich mal, deswegen ist das ganz schön schwierig. Und deswegen sind auch noch so viele Bugs drin, weil die sich mehr um das Flugmodell gekümmert haben, wie die um die eigentlichen Bugs. Deswegen 3.5.1 kann ich mir vorstellen, wird besser werden, was mit den Bugs zu tun hat, auf jeden Fall. Ich denke mal, da werden nicht so viele Bugs drin sein. Warum 3.5.1 noch so lange dauert, bis es online geht? Ich denke mal, das hängt alles mit dem Customizing-Shop zusammen. Weil, wie gesagt, es kommt ja 3.5 raus. Alle, die so ein bisschen auf Reddit sind, es gibt ja demnächst ja jetzt tatsächlich einen Customizing-Shop, wo du ja deine 300er i zusammenstellen kannst. Da kommen wir auch nachher noch zu Q&A. Um Customizing gehen wir auch nachher noch durch. Das habe ich mir mal angeguckt. Dazu sage ich auch nachher noch was. Können wir noch ein bisschen diskutieren über das Customizing. Das ist ganz cool und auf jeden Fall interessant. Ist Kasi ein Streamer? Kasi? Bist du ein Streamer? Nee, manchmal, richtig. Ne? Also ich, wenn ich irgendwie was rausfinde oder wenn ich was zeigen möchte, dann ja. Das überlasse ich dir. Ich würde auf jeden Fall ein Follow beim Kasi dazulassen, weil wenn er streamt, dann zeigt er was Interessantes. Mhm. Meistens. Das stimmt tatsächlich. Der Kasi, der streamt meistens im Dogfight-Segment. Der Kasi, der streamt meistens im Dogfight-Segment oder im Kampfsegment und also sowas macht der Kasi. Der ist quasi unser Dogfighter-Maschine. So kann man das ungefähr vergleichen. Aber ja, er streamt auf jeden Fall auch. So, nee, ich habe gedacht, hier ist gerade was ausgehört. Würde die Defender nicht wie eine Krabbe aussehen? Ja, die sieht echt so ein bisschen krabbenmäßig aus. Da hätte ich sie mir auch geholt. Das einzige Alien-Schiff, das ich bis jetzt vom Design nicht mag. Es geht eigentlich, also Alligator. Ich finde sie eigentlich voll okay. Die kann ja rausfahren, weißt du, sie wird ja nach ein bisschen länger von den Krabben her mit den Scheren. Ich finde auch, dass sie tatsächlich aussieht wie eine Krabbe, aber ich finde es mal gucken. Ich finde das Design okay, ich finde es jetzt ist nicht ganz die tollste. Also es kann man nicht mit der Glaive und auch nicht, also die Glaive ist natürlich schon geil, die Blade sieht auch hammer cool aus. Auf jeden Fall gar keine Frage. Der Xian Scout, also die K2L sieht auch extrem geil aus. Und die Defender, warten wir mal ab, wie die aussieht. Warten wir mal ab mit der Defender. Ja, und die wird interessant, hauptsächlich wegen ihren technischen Daten und so weiter, finde ich. Guck mal, Gürkchen hat gerade noch was dazu geschrieben. Ganz grob, die meisten Aussagen als aufs Wesentliche konzentrieren, enttäuscht von den Programmierungsproben, basieren einfach auf völlig, also Unkenntnisse, wie Code aufeinander aufbaut, also wie die Abhängigkeiten untereinander sind und so weiter. Da fehlt mir einfach die eigene Programmiererfahrung. Er weiß also von wegen, wie der ganze, also oder weiß, wie der Ablauf funktioniert und sowas, wenn man sowas macht. Gut, das habe ich leider nicht. Oder das haben die meisten von uns nicht. Ich glaube, Buzero kennt sich da ein bisschen so aus. Ach, Herr Jäger. Ach, das tut mir leid, Gürkchen, dass du Internetprobleme hast. Das tut mir leid, das ist natürlich nicht schön. So, dann machen wir einfach mal weiter. Neue Welle vom Drifting haben wir als Thema. Ich klicke da mal rauf. Zack, da haben wir unsere neuen Vorlagen. Mal gucken, wie das jetzt öffnet. Ja, sieht gut aus. Neue das... Welle der Drifts? Was ist das? Ja, es gibt eine neue Welle der Drifts, also das sieht schon echt krass aus, das Drifting. Kann ich auch komplett aufmachen? Ja, so sieht das besser aus. Kann ich das bitte nochmal abspielen? Kann ich jetzt auch im Browser? Ja, das funktioniert auch. Sieht schon hammer aus, oder? Mit dem Drift. Also du kannst ja, wenn du dekoppelt fliegst, kannst du schon echt extrem driften. Das sieht schon krass aus. Also vom Feeling her ist das schon geil und die Geschwindigkeit ist auch übel. Sieht cool aber aus, oder Kasi? Der fliegt aber nicht decoupled.
Meinst du nicht? Nee, dann willst du das Zeichen sehen. Dass ach ich ja, du hast recht. Wie macht er das denn? Oder ist die einfach so, das Schiff so krass? Die Mustang, die Alpha. Das ist ja die Mustang Alpha von damals noch, die gibt's ja nicht mehr. Wenn du eine AMD-Grafikkarte früher gekauft hast, dann hast du die Alpha dazu bekommen. Aber das sieht nicht nach dem neuen Flugmodell aus, oder? Sollte so sein eigentlich. Hat auch 744 Upvotes bekommen, also ist schon ein Knaller. Ah, doch, doch, man sieht den Balken hier an. Mhm, also den Balken ja, sieht man auch am Speedmeter, ja, doch. Also geht einiges, also hat auch richtig krasse, also hat einen richtig krassen Upvote bekommen. Sieht auch cool aus. Finde ich ganz geil, aber wow, also schon heftig, ne? Also du kannst schon extrem driften. Er driftet natürlich nur kurz und zeigt, wie krass man driften kann. Und dann dreht er die Karre gleich wieder. Aber cool sieht es trotzdem alle Male aus. Hat irgendwie ja, was. So. Ich vermisse das direkte Kontrolle und so weiter. Hey, Torshammer, moin, grüß dich, schön, dass du da bist. Was für eine Dia-Show. Bei mir läuft eigentlich alles super. Warum habt ihr Dia-Show, Mädels? Sag mal, haut mal bitte ein Plus, Minus raus und also allgemein mal, habt ihr Probleme mit dem Stream oder liegt das an mir oder was sagt ihr? Weil ich puste hier alles raus. Bei mir sieht das eigentlich sehr gut aus. Genau, das war das AMD Mustang Alpha Package, genau, Slinky. Richtig. Also es hat bei mir vorhin ein paar Mal gehangen, aber ansonsten läuft jetzt wieder rund. Hab auch extreme Lags, okay, läuft super. Okay, ich glaube, da, was auch schon Görkchen geschrieben hat, dass irgendwie, da gibt es wieder Probleme mit ein paar Anbieter. Also wenn du bei Utility Media oder wie auch bist, oder bei, ich weiß nicht, wer davon alles betroffen ist gerade, die haben da wohl gerade irgendwie Probleme mit der Leitung. Okay, mach mal Speedtest. Ja, liegt ständig, okay. Bei welchem Anbieter seid ihr denn? Also gefragt war bei mir. Ich habe hier auch keine Verluste, bei mir läuft das saugut. Keine Pops im Stream. Also ich habe hier, ich weiß nicht, wo das Problem gerade herkommt, aber ich habe hier echt nur Probleme tatsächlich. Das tut mir natürlich leid, also aber ich habe hier keine Verluste. Es geht eigentlich so out. Könnte natürlich mal... Warte mal, ich kann ja mal ganz kurz gucken. Werkzeuge. Bin ich jetzt hier? Ich hab doch mal so ein Tool, da konntest du gucken. Aber ich habe hier, ich gehe mit 60 FPS raus und ich habe keine Frameverluste. Also ich hau keine Frames raus. Das kann auch an Twitch liegen, da gebe ich dir recht. Der Hinweg ist auf jeden Fall von meiner Seite aus gut. Also der Abweg von Twitch ist natürlich wieder eine andere Sache. Ich guck gerade mal, aber... das sieht eigentlich echt alles gut aus, also... ich guck gerade nochmal ein bisschen. Sieht eigentlich alles, ja, kann ich, weiß ich nicht. Also von meiner Seite aus zumindest der Ausgang sieht bei mir gut aus. Läuft sehr gut, alles klar, dann ist das wohl irgendwie ein Twitch. Wohl irgendwie, dass sie da gerade ein bisschen Probleme haben. Dann tut es mir total, Kabel Vodafone. Ja, das ist interessant, weil ich gehe gut raus. Und selbst ich habe auch Hänger, weil ich ja eine Rückkamera habe. Und die Rückkamera lädt bei mir auch manchmal nach, aber... das liegt quasi an Vodafone und den ganzen Kabelgedöns, die gerade da dran hängen, die haben da Probleme. Mein Upload ist auf jeden Fall gut, also raus geht bei mir echt gut. Also ich habe einen guten Connecting zu den Twitch-Servern, das läuft gut und dann gibt es da wohl Probleme irgendwie so ein bisschen. Da gebe ich euch wohl recht, weil da hatte ich auch ein bisschen Probleme gehabt. Dann machen wir mal weiter. Schiffs-Customizing, Echtgeld und Store-Credits. Wie ihr ja wisst, dieses Schiffs-Customizing steht ja jetzt kurz vor Release und man kann das auch tatsächlich auch mit Store-Credits machen, also man muss das jetzt nicht alles direkt kaufen und ausgeben. Hier habt ihr mal einen Überblick, was ich bei Reddit so eingefangen habe, dass man dann hier sein Schiff hat. Hier sieht man dann auch zum Beispiel den Preis von dem Schiff und du kannst das dann wohl auch nachher auch alles mit Store-Credits auch alles kaufen. Also du kannst das dann inne alles designen, so hinbauen wie du möchtest. Wie gesagt, du kannst auch eine Kaffeemaschine einbauen und alles mögliche. Die Waffen kannst du einbauen, die Komponenten kannst du einbauen.
Man hat schon viele, viele Möglichkeiten, auf jeden Fall nachher das Schiff so zusammenzustellen, wie man es haben möchte. Und das finde ich schon extrem cool. Und wie gesagt, da werden wir ein geiles Giveaway machen, dass wir sagen, so, wir haben jetzt zum Beispiel $200. Und für die $200 benutzen wir dann dafür, da unsere 300i auszubauen, oder die 325a. Und weil das dann alles super passt und wir haben das Schiff zusammengebaut, das heißt, wir werden uns das zusammen designen, mit dem Chat, mit der Community zusammen, werden wir eine 300er-Serie bauen. Wir gucken, welches Schiff wir dafür nehmen. Wir haben ein Budget von $200. Dann designen wir zusammen das Schiff, also wir alle, und dann, wenn das Schiff fertig designt ist, dann geht das raus als Giveaway, und wer dann gewinnt, gewinnt dann. Und bin ich gespannt auf jeden Fall, wenn das soweit ist, werden wir das auf jeden Fall machen. Wir machen ein cooles Giveaway und designen vorher das Schiff zusammen. Also das wird bestimmt witzig werden, da freue ich mich drauf. So, das war das Customizing. Wie findest du denn das Customizing, Kasi? Oder frage ich mal, Kasi, was hältst du davon momentan? Erste Frage ist, wenn du das customized hast, ob du es dann verschenken kannst, das ist eine gute Frage, weil mich das ist ja... Ich hoffe schon. Nicht, dass es dann sogar gebunden ist an dich. Das müssen wir ausprobieren. Das probieren wir aus, ich hoffe mal nicht auf jeden Fall. Ich finde, das mit dem Customization ist eine super Idee, weil du kennst mich ja, du weißt, oder die meisten wissen ja, dass ich... Nadja! Bam! Wenn ich da jetzt zum Beispiel... Nehmen wir mal an, später kommt die Sabre oder die Borden. Die kommt ja auch demnächst. Nadi! Halt, warte mal ganz kurz, Kasi. Halt mal die Nadja weg, Alter. Was ist denn da los? Nadja, wie cool bist denn du? Vielen, vielen Dank dafür, für dein Raid. Wie geil bist du denn, Nadja? Ich hoffe, du hattest einen coolen Stream gehabt. Ich hoffe, es geht dir gut. Du hast ein cooles Wochenende. Und vielen, vielen Dank, Alter. Wie geil ist denn das? Willkommen an deine Zuschauer. Sie sind gerade quasi mitten in der Gesprächsrunde drinne von Star Citizen, nehmen gerade die Schiffe durch. Es ist jetzt möglich, die Schiffe zu customizing, das heißt, du kannst dein Schiff so zusammenbauen, wie du es möchtest. Du kannst deinen eigenen Sitz reinbauen, du kannst deine eigenen Subsysteme einbauen, du kannst die Farben aussuchen. Das heißt, du kannst, wie zum Beispiel, wenn du dir ein neues Auto kaufst, zum Beispiel ein Audi RS oder was weiß ich, und so kannst du das jetzt demnächst auch zusammenbauen in Star Citizen, dein eigenes Schiff zusammenbauen, so wie du es fliegen willst, so wie du es haben willst. Kannst es dir holen, und sehr, sehr cool nochmal, Nadja, für dein Raid und Dankeschön dafür. Und Gameplay machen wir in der Stunde. In einer Stunde gehen wir rein ins Gameplay und werden auf jeden Fall auch da Spaß haben. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Sehr, sehr cool. Danke, Nadja, von dir. Danke für den krassen Raid. Ich hoffe, dass du einen schönen Stream hattest, dass du einen entspannten Stream hattest. Und was habt ihr denn gezockt, wenn ich mal fragen darf? Ich glaube, du hast Anno gezockt, wenn ich das vorher noch so ein bisschen nebenbei mitbekommen habe. Ich glaube, du hast Anno gespielt. Genau, ich wollte dich nicht unterbrechen. Kasi, hau raus. Kasi? Jetzt ist er böse auf mich. Abgehauen jetzt. Genau, Totti, was hältst du denn von den Customizing? Dann schnapp ich dich jetzt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so ein Fan von diesem jeden Gedöns für sich gestalten. Aber ich nehme das an. Also warum nicht? Ich denke mal, ich werde das auch nutzen in bestimmten Sachen. Ich werde bestimmt eine pinke, ein pinkes Minerschiff mir bauen. Einfach um Kasi zu ärgern. Nein. Wie was? Und wie würde ich mich ärgern? ABTV, morgen, grüß dich. Nee, und also da bin ich happy. Wenn du jetzt sagst pink, dann hätte ich dann die Backe gehauen. Also ich muss gerade ehrlich sagen, dass die sich entschieden haben, nach den Hersteller zu gehen, von wegen wie den Farbauswahl. Mhm. Ja. Weil wenn du, also ganz ehrlich, ich möchte keinen Augenkrebs kriegen, wenn ich dann pink eine Schiffe sehe oder so weiter. Dass sie dann ein bisschen, wie soll ich sagen, wie bei den Autos so, ich meine, da kannst du auch speziell, aber die haben ja auch gesagt, dass du dann, wenn du speziell was haben willst, sozusagen zum Tuner gehen musst. Mhm. Also, aber die, wenn du so kaufst jetzt vom Hersteller, kriegst du sie in bestimmten Farben, wie zum Beispiel, wenn du einen BMW kaufst, kriegst du sie auch nur in speziellen Farben. Und wenn du was Abgefahrenes willst, dann gehst du zum Lackierer und lässt sich dann lackieren und so weiter, wie du es haben willst. Aber das Auto kommt normalerweise in so einen Standardfarben, Metallic, was weiß ich was. Aber eben, dass das passt zu dem Hersteller. Was passend ist, der muss es nachher selber machen. Da gebe ich dir recht. Ich hoffe, dass das auch so bleibt. Alle, das machen, ich mache eine Umfrage auch an den Chat. Wie freut ihr euch denn auf das Customizing? Also ich muss sagen, ich weiß, viele schimpfen, und ich komme auch gleich noch auf deine Flame, also Optimus, auf dich komme ich auch gleich noch. Ich gehe gleich noch auf den Chat ein, aber ich hype das gerade sehr, dieses Customizing, weil mir das sehr viel Spaß machen wird, weil ich eh sehr gerne kreativ bin und das auch mit euch zusammen machen möchte. Deswegen haue ich da jetzt echt Herzchen raus. Also ich finde es cool. Haut mal ein Plushaus oder ein Herzchen, ein Plus oder ein Herzchen, ob ihr Bock drauf hat, ob das Customizing oder ob das falsch ist. Also, ja, das mit den Bugs ist eine Sache. Die sind jetzt in einer Phase, wo die das mal ausprobieren müssen. Das heißt, deswegen nehmen die auch erstmal die 300er-Serie. Die machen das erstmal mit einem Schiff, probieren es aus, wie es überhaupt funktioniert, weil die müssen das auch für jeden Schiff nochmal anpassen.
Jetzt kommt der Hammer, Optimus. Sie müssen alle Schiffe nochmal anpassen. Optimus, du lachst jetzt. Sie müssen alle Schiffe nochmal redesignen, so gesehen. Und besser jetzt als später. Wenn die jetzt schon mal anfangen, das ausprobieren, ist es vielleicht jetzt doch angenehmer. Dafür haben wir das jetzt schon mal in-game drin und wir wissen, dass es funktioniert. Nicht, dass sie sagen, oh, jetzt wird das sehr schwierig einzubauen, jetzt wird das ein Krampf. Deswegen, dass sie schon mal rangehen mit einem Hersteller, diese Mechanik einbauen, finde ich voll okay, weil die müssen es einfach testen und die müssen die Schiffe eh nochmal alle überarbeiten, genau deswegen. Ja, nee, die müssen das dann sowieso nochmal überarbeiten. Richtig, alle Schiffe. Aber nee, nachdem sie das implementiert haben, bei allen Schiffen, müssen sie dann wieder alle wieder Rework machen. Richtig. Und wieder. Und richtig. Wieder. Das ist das, denn lieber jetzt. Denn lieber jetzt als später, weißt du? Das nee, ist... siehst du, dann hätte ich doch lieber die Game-Mechanik von Salvaging eingebracht, weil mich das ist wichtiger, weil diese Schiffe sollen ja später eben gesalvaged werden. Und das haben sie ja nicht eingeführt. Hättest du das gemacht, dann hättest du drumherum dann die Farben und was weiß ich was machen können. Dann hättest du dir im Prinzip ein Rework gespart, vielleicht. Mhm. Also weiß ich, kenne mich da eben jetzt nicht ja, so. Ja, ist schwer. Aber na gut. Vom Ablauf, wie ich mir das vorstelle, wäre das glaube ich, vielleicht besser gewesen. Linky, was möchtest du für einen Link haben, Hase? Link, oder habt ihr aufgepasst, was er für einen Link haben möchte? Zu der Seite, die bei dir durchläuft? Achso, kann ich gleich mal raushauen, klar, mache ich. Kann ich das eigentlich, weil ich weiß, ein Template drin ist? User left your channel. Nein, Slinky, du hast alles kaputt gemacht. Link, du bist schuld. Kann ich das so sagen? Ah, lieber nicht. Ach so, hier, alles klar. Kann ich das so sagen, lieber nicht? Slinky, hier kommt das. Wie gesagt, ich bin eigentlich ganz glücklich, dass sie damit jetzt schon anfangen. Zumindest mit einem mit der Origin-Serie, dass sie schon mal einen Hersteller nehmen, wo die das implementieren. Ich feiere das tatsächlich, ehrlich gesagt, weil ich das liebe, sowas zu machen. Ich liebe es zu customizing, ich liebe es zu designen. Und ich freue mich tatsächlich, nachher mein eigenes Schiff ein bisschen mehr Vielfalt zu geben, mehr Persönlichkeit. Das Schiff, so wie ich es gerne haben möchte, finde ich cool. Es gibt momentan nur den einen Hersteller, das ist auch gut so. Die sollten auch von den Augen mal wieder abgehen. Die bringen das in einen Hersteller rein. Die werden das ja nach und nach immer ein bisschen weiter aufbauen. Mit einem kleineren Team dann, weil die Teammechanik drin ist, sie funktioniert. Und dann können die das quasi Vision 1, 2, 3 so ein bisschen mitziehen nebenbei. Aber dass die Kernfunktion erstmal reinkommt, Vision 1, finde ich schon mal ganz cool, finde ich gut. Und ich freue mich darauf. Was sagst du, Busiro, dazu? Zu die Customizing-Geschichte, dass sie das jetzt schon machen? Besser, wie du es schon gesagt hast, besser jetzt als irgendwann zu spät, wenn es zu viele Schiffe gibt. Und ich weiß nicht, dass sie das bei den ganz neuen, die sie dann anfangen zu bauen, vielleicht gleich mit einbauen, weil die, wenn sie es hier machen, machen sie es wahrscheinlich überall. Ob das jetzt nötig ist, ich finde es cool von der Vielfalt der Schiffe her, weil auch wenn wir wenig Modelle haben, sehen die dann ein bisschen anders aus. Ob das innen sein muss, keine Ahnung. Also für mich müsste es innen nicht sein, aber... ja, bringt auch ein bisschen Geld in die Kassen. Also es wird wahrscheinlich der Firma zugutekommen. Ich finde es jetzt nicht, also die Innensachen, die brauche ich jetzt nicht unbedingt, also. Ja gut, aber wenn sie außen machen, dann müssen sie auch innen machen. Also das ergibt sich irgendwie automatisch. Ja, einfach bloß den Lack ändern oder sowas, wisst ihr, quasi hätte mir doch gereicht und so ein Badge drauf und dann ist gut. Dass das jetzt so kommt, hätte ich nie geahnt. Ja. Das hatte ich doch schon mal vor 2 Monaten gesagt. Vor 2 Monaten habe ich doch schon gesagt, dass das kommt als nächstes. Ich finde es eine nette Spielerei, aber unnötig momentan. Wie gesagt, wenn du denn, du musst ja, jetzt nehmen wir mal die 300er. Mhm. Die muss dann komplett sowieso wieder reworked werden. Wegen dem Salvaging. Mhm. Und dann weißt du nicht, was das ruiniert. Na, müssen wir einfach abwarten, klar. Müssen also, wenn Salvaging kommt, brechen uns wahrscheinlich erstmal die Schiffe auseinander. Ja, das denke ich auch. Also, ich bin auf jeden Fall gespannt. Die fällt runter. Die Leiter beim Hochklettern bricht. Du bist gleich tot. Ja, genau. Hinten fällt dir so das Triebwerk ab. Ja. Genau, richtig. Die haben ein kleines Team, was sich darum Thema beschäftigt ist. Ja. Aber wiederum ein anderes Team kümmert sich um die Bugs, genau. Richtig. Die bringen doch nicht den Customizing rein und sagen, oh, ups, Bugs vergessen. Nein, das machen die nicht, Gideon. Das ist, die machen eine Scrum-Entwicklung, ja, mehrere Teams und jedes Team hat quasi seine Aufgaben und bringt es da voran, das Spiel. Das ist ja gerade diese Scrum-Entwicklung. Die haben mehrere Teams und basteln an verschiedenen Sachen. Und dann gibt es ja, und dann versuchen die das umzusetzen und dann finden die sich irgendwann zusammen und implementieren es dann zusammen. Also die programmieren quasi parallel an ganz vielen verschiedenen Sachen und bringen es dann nachher zusammen am Ende. Und dann haben wir das, was wir jetzt haben zum Beispiel. Das ist ganz normal Scrum-Entwicklung. Das ist eine neumodische Entwicklung, sag ich mal. Das macht man heutzutage fast jeder so.
Genau, machen wir mal weiter. Also, zack. Es gab noch gar keine Einstellmöglichkeit, wie viel Lagen das Toilettenpapier hat. Ja, was ist denn da los? Habe ich hier noch? Ja, das aber zum Beispiel eine Kaffeemaschine oder was auch immer, den ganzen Mist, was sie da implementiert haben, ist für mich, du kannst es nicht benutzen. Hast du sowas im Schiff und dann kannst du es nicht richtig benutzen. Kann man da keinen Effekt runterstellen? Ich weiß nicht. Es hat keinen Effekt, weißt du, wie ich meine? So. Hier sieht man jetzt, wie man dich. Irgendwann mal einen Effekt, Kasi, dass du als Kampfpilot einen Kaffee trinkst vorher. Oder kriegst du Bonus. Ja, Bonus war es, schneller auf die Toilette zu gehen. Hier sieht man jetzt zum Beispiel, wie das Schiff zusammengebaut wird, wie man sein Schiff zusammenbauen kann. Reaktionsbonus. Hier sieht man jetzt das Customizing Tool zum Beispiel. Also, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, so wird das ungefähr ablaufen. Stehen denn schon die Preise dran? Neuwagen zusammenbauen. Genau, wie ein Neuwagen zusammenbauen, genau. Ja, die Preise stehen so ein bisschen schon dabei, ja. Von bis. Die Komponenten sind nachher relativ teuer, was ich so gesehen habe. Und die Skins, die Farben, die sind nicht so teuer. Und wie gesagt, du kannst auch alles mit Ingame-Währung nachher kaufen später. Also, das ist voll okay. Also ich meine, wie gesagt, für mich ist das im Prinzip ein kleiner Segen, auch wenn ich das unnötig finde. Weil du kannst dein Schiff dann mit deinen Waffen optimisieren. Also, die geben dir ja Waffenpakete. Richtig, und so weiter. Genau. Und das hat schon seinen Vorteil. Ist natürlich cool. Ist das nicht das Optimum, aber besser als das, was wir davor hatten. Deswegen, es wird schon seine Berechtigung haben, dass sie es jetzt schon reinbringen, weil zumindest schon mal austesten. Dann gehen wir mal zum nächsten Punkt. Level up! Wer hat denn Level up, Alter? Baptist Maria, Level 17, sehr cool, Dankeschön dafür. Big ist am Start mit 18 und Cosma Shiva mit 56 und Witter 60, Alter. Witter, wie geil ist denn, dass du das Level 60 erreicht? Deswegen hast du auch darauf hingewiesen. Witter ist Level 60, er wollte also es so. Immerhin. Er wollte es so, sehr cool, Dankeschön dafür, Witter, dass du so lange hier reinguckst. Und Maria, Dankeschön, dass du hier auch dabei bist. Dankeschön dafür, Level 17, sehr cool. Lordi mit 18 am Start und Cosma Shiva 56, Dankeschön für den Support und vielen, vielen, vielen Dank dafür. Wenn ihr Fragen dazu habt, zu dem ganzen Kram, was wir hier gerade machen, besprechen, oder wenn ihr allgemein Fragen habt, dann macht ihr einfach einen AdFexi rein, dann stellt ihr direkt die Frage nach dem AdFexi und dann werden wir auf jeden Fall die Frage auch so gut wie möglich beantworten. Entweder ich selber oder ein Bot. Oder ein Mod wird sich darum kümmern. Also am liebsten ist das, wenn ihr eine Frage stellt, ein AdFexi, dann könnt ihr direkt die Frage da dran stellen und dann leuchtet die bei uns rot auf und dann gehen wir auch ganz schnell auf die Frage ein eigentlich. Du bist jetzt einer von uns, aber sowas von bitte. Dein Leben ist vorbei, du gehörst jetzt uns für immer. Was habe ich? Krieg ich wenigstens die Waschmaschine, wenn ich schon irgendwo unterschrieben habe? Ja, das ist aber sowas von. Ja. Blau macht glücklich. Wie geil sieht denn bitte schön das aus? Das sieht so geil aus. Also die Raven, die ist immer wieder cool, finde ich. Du darfst waschen. Das ist keine Waschmaschine, du musst die machen. Staubsauger das am Start. Mache ich ja aber schon so. Ich habe so ein Reibebrett. Das macht Spaß. Ja, genau, das ist gut. So was, das wirst du auch brauchen. Ich hab das mal mit einem Sparschäler verwechselt, seitdem habe ich nur noch 4 Finger. Aber sieht auch cool aus, ne? Also diese Reflexion mit dem blauen Licht und von den Mond finde ich cool. Sieht Hammer aus. Und mit den kleinen Steinchen. Vielleicht, wenn ich das mal groß mache, sieht man das noch besser. Sieht schon Hammer aus. Wow. Das stimmt, aber jeder, der es macht, der weiß genau, dass er einen tödlichen Sound ins Ohr kriegt, den er nie wieder losbekommt. Echt jetzt? Ja, du hast doch zurzeit bei dem EP. Ach ja, schön mit dem Bug, ja. Mhm. Ich hoffe, die schaffen es zum Let's. Natürlich. Wir sind voll dabei, wir sind fast im Let's Play. Noch 3 Stunden, da haben wir es geschafft, Hase. Wir sind kurz davor. Gib nicht auf. Du musst durchhalten. Na, alles gut. So, dann gucken wir mal, was wir als nächstes auf dem Thema haben. Link zu dem Revenbild bitte. Ja klar, warte, habe ich das offen? Sehr, sehr gerne. Optimus. Sieht ja auch cool aus, ist wirklich nicht schlecht. Der hat auch einen krassen Upvote bekommen. 233 Upvote ist schon ganz geil auf jeden Fall. Gibt für mich auch noch einen Upvote. Finde ich cool gemacht, finde ich wirklich nicht schlecht. Sehr, sehr gerne, Opti. Auch wenn du gesagt hast, dass ich verstrahlt bin, habe ich dich trotzdem lieb. Hab ich genau gelesen. Ich hab das gesehen. Wo kommt denn das Lichtlein her? Hat das einer von euch auch schon gefunden? In der Dunkelheit ein Lichtlein? Im Nichts? Auf Valhalla?
Totti, hast du das schon gefunden, als, weil du bist ja, machst ja viel Erkundung. Auf Valhalla, Licht. Mhm. Ein grünes. Es leuchtet grün. Nee, habe ich noch nicht gehabt, aber sieht cool aus. Mitten im Nichts ist dieses Licht. Was macht das grüne Licht? Grün leuchten. Ja, vielleicht kommt wieder Optimus, ihr seid doch verstrahlt. Da würde mir als alter Robot-Kanacke ja das Steigerlied einfallen. Das Steigerlied? Pass auf, ich konnte mit dem Bild nichts anfangen, Jungs, wirklich nicht. Ich hab ja, okay, es leuchtet grün, ist geil, okay, ich hab ja, na gut. Aber Leute, das Ding hat einen Upvote bekommen von 938, Alter. Weil da ein zufälliges grünes Licht auf Valla ist. Machen wir auch einen Upvote, es ist einfach grün und kein grün leuchten, verdammte Kotze. Da hat bestimmt einer seine Chemietoilette leer gemacht und ist dann weitergeflogen. Er hat das erste Exploration-Ziel auf Valhalla gefunden. Ja, aber hallo, richtig. Und es leuchtet grün. Er mag es noch nicht mal anfassen. Er ist da ganz vorsichtig dran. Vielleicht erriecht er das erstmal. Gleich nimmt er den Helm ab und muss erstmal gucken. Man lernt das ja im Chemieunterricht, dass man erstmal die Gase so ein bisschen sich zu sich hin holt und dann ein bisschen riecht, ob das denn irgendwie ätzend ist oder nicht. Und genau das macht er gleich. Er geht da gleich richtig ran. Nimm den Helm ab und guck mal, wie das Zeug riecht. Das ist ein schockgefrostetes Glühwürmchen. Das ist kein Photoshop, das Ding ist einfach da. Nein, Slug. Kein Photoshop, ein schockgefrostetes Glühwürmchen. Das kann, ja, geil, Frostgeschmack. Yeah! So, was haben wir als nächstes? Ich habe eine Mission für euch. Was soll ich denn? Wow, ja geil. Alter, das ist so krass. Wie hat er denn das bitte schon hingekriegt? Das sieht doch gar nicht so aus, oder? Arkov? Wie hat er denn das so hinbekommen? Sieht geil aus, oder? Er hat den Fokus auf sein Schiff gesetzt, also von hinten. Ja, richtig. Ja, stimmt. Ja. Sieht aber cool aus, ne? Der Fokus. Es sieht schön wie eine Großstadt aus, ja. Das Bild. So sollte das eigentlich aussehen. Ich habe gedacht, das ist schon das neue Arkor. Ich habe gedacht, das war ein Entwickler, der es reingehauen hat zuerst. Aber nee, da hat Fusio recht. Das hat er quasi den Fokus umgesetzt. Dann sieht das so aus. Aber ich war erstmal baff so ein bisschen, wo ich das Bild gesehen habe, tatsächlich. Jo, zu Paula kommen wir noch, Thorsham, auf jeden Fall. Da gehen, kommt gleich. Sind wir schon gleich. Das tut mir leid auf jeden Fall, Optimus, dieses Nachgeladen. Das liegt tatsächlich blöd, das ist echt nervig, das stimmt wohl. Schade, dass das so ist. Catalyst Gold Anhänger, was ging denn da bitte schön ab? Wie hat er denn das hingekriegt, Jungs? Ja, wie cool sieht denn bitte schön das Ding aus? Wotans Wächter, du stehst auch total auf diesen Anhänger, oder? Auf diesen Schlüsselanhänger, den musst du unbedingt haben, ey, das ist doch total der Hammer. Siehst du, ich wusste, Wotan, Don auch, genau richtig. Das ist doch euer Anhänger, oder? Wenn was geht, bei diesem Anhänger geht alles, Jungs. Den Schlüsselanhänger habe ich mir auch bestellt, aber er ist immer noch nicht da. Was? Mein Charakter ist gerade spontan mit 300 Sachen ausgestiegen. Bäm! Sherlock, was du kannst, kannst du. Sehr cool. Wie hast du denn das gemacht? Mit welchem Raumschiff bist du denn geflogen, sag mal? Hast du den Schleudersitz gezogen, Sherlock? Das ist genau 3D-Print, richtig, genau. Kann ich ja mal kurz raushauen. Das war ein 3D-Print, deswegen hat er den goldig angemalt, genau. Aber ist ganz witzig auf jeden Fall. Fand ich zumindest wert zu zeigen. Also könnte das ganz gut. Machen wir die Sachen mal aus, die anderen Sachen. Das brauchen wir auch nicht mehr. So, den gehen wir. Platz. Vorkunde rein. Nächste Folie. Bam, wo sind wir jetzt? Genau, News, die haben wir durch. Genau, Knusper hat tatsächlich ein schönes, eine Zusammenfassung von 3.6 gemacht. Könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr auf Knusper raufgeht. Ich kann ich einmal kurz reinsetzen. Knusper hat tatsächlich eine komplette Zusammenfassung von 3.6 gemacht. Also alle Informationen, die jetzt in 3.6 mit dem nächsten Major-Patch kommen sollen, die könnt ihr bei Knusper finden. Ich hau einmal kurz den Link rein. Lohnt sich auf jeden Fall bei Knusper mal reinzugucken. Hat er gut gemacht, die Zusammenfassung. Also wenn ihr irgendwelche Informationen zu 3.6 benötigt, was als nächstes kommt, seid ihr bei Knusper auf jeden Fall gut aufgehoben. Haben wir noch drin? Genau, Scooper hat über das Objekt Container Stream gesprochen, dass das Objekt Container Stream serverseitig dieses Jahr noch reinkommt. Das war sein Thema hauptsächlich. Hier kann ich euch auch einmal kurz den Link reinhauen. Und Scooper einmal kurz zu dem Video. Hat er auch super gemacht, habe ich mir auch komplett angeguckt. Das, was er gesagt hat, passt auf jeden Fall, was ich so wusste, zumal von meinem Wissensstand her.
Hat er auf jeden Fall gut gemacht. Also ich lasse auch mal einen Daumen oben auf jeden Fall da. Ein sehr schönes Video, was Scooper da wieder gemacht hat. Auf jeden Fall Daumen hoch, Scooper. Passt sehr, sehr gut, das Video. Was haben wir noch? Astro Sam hat auch was gemacht, das war auch sehr interessant, genau. Der hat auch ein bisschen gearbeitet, ich weiß nicht, wer er schon mitbekommen hat. Astro Sam hat dieses Subscriber-Event übersetzt. Ich glaube, das waren fast 2 Stunden oder sowas. Nee, doch nicht ganz so lange. 41 Minuten, okay. Hau ich auch mal den Link raus, dieses Subscriber-Event, das war ja vor einer Woche oder anderthalb Wochen ungefähr. Das hat er einmal komplett übersetzt und nochmal zusammengefasst. Und den Astro Sam schicke ich euch auch einmal zu. Könnt ihr auch mal reingucken. Es ist dann ganz, ganz schöne YouTube-Videos, sind richtig schön geworden und sehr, sehr gut aufbereitet und schön übersetzt auf jeden Fall alles. Sehr gut gemacht. So, was haben wir? Nächstes. Genau, denn Subscriber-Schiffe für diesen Monat ist die 600i. Weil für nächsten Monat kommt dann die 600i als Subscriber. Wenn ihr Subscriber seid, könnt ihr demnächst einen Monat lang die 600i fliegen. Sehr cool auf jeden Fall. Evocati-Testphase sind wir bei 351 bei den Evocatis angekommen. Wie gesagt, ich denke mal, dass es heute oder morgen live geht. Ich kann ja auch mal in der Meinung mal rumfragen. Was sagst du, Busio? Mal von oben angefangen. Geht 351 noch dieses Wochenende live? Ich mach mal ein Plus. Alle, die das meinen, im Chat auch, ob dieses Wochenende noch 3.5 live geht, einmal bitte ein Plus oder ein Herzchen, das wäre ganz lieb von euch. Minus, minus. Glaubst du nicht? Doch, Fusio glaubt auch, dass das live geht. Torti glaubt auch, dass das live geht. Wotans Wächter macht ein Minus, Linky minus. Slug plus. Oh, SSFact auch ein Minus. Live und. Nee, das du nicht. Also PTU live für alle, so gesehen. Entschuldigung, das hätte ich genauer sagen müssen. Genau, also live auf dem PTU, genau. Ja, sehr ausgeglichen, was ich so sehe. Plus, minus ist ungefähr gleich. Mit Glück, ja. Sehr, sehr gut ausgeglichen. Ja, auf PTU plus, Lordi auch. Okay, das, also ich meinte auch PTU, Entschuldigung. Offen für alle auf dem PTU. Was denkst du, Kasi? Kriegen die das hin? Dieses Wochenende, PTU live? Für alle? Ravi, was glaubst du? Ich glaub's noch nicht. Mm-mm. Also das ist also auch nicht auf dem PTU, dass sie es da für alle rausbringen? Ich hoff's, ich guck schon die ganze Zeit bei mir. Oh ja, Optimus, sie ist größer, ja. Ich schau schon die ganze Zeit bei mir im Account, ob ich da PTU-Freigabe habe. Okay. Oh, die ganze Zeit musst du leuchten. Ich glaub, da kriegst du ja ganz schnell überredet mit, dann sag ich dir Bescheid. Einmal am Tag guck ich so rein. Okay, was noch ein ganz schönes Gerücht ist, was so ein bisschen rumstreut, das hat sogar jetzt Astro Sam sogar in seinem Video sogar nicht bestätigt, aber auch mit aufgenommen, dass 3.7 auf die CitizenCon verschoben wird. Ist natürlich nur ein Gerücht, es wurde noch nichts offiziell bestätigt, aber Astro Sam hat das auch schon so ein bisschen raus, also so ein bisschen erwähnt. Oh ja, aber sowas von. Die 890 Jump ist 195 Meter, genau. Und die 600i ist 90 Meter. Und die Constellation ist um die 60 Meter. Richtig, die ist schon ganz schön groß auf jeden Fall, die 600i. Information. Hallo Jungs. Moin, grüß dich, na? Ob das brauchen wir genau, das brauchen wir. Ach so. Was ich gerade mache, wir lassen, haben gerade noch ein Giveaway am Start, wo wir jetzt gerade bei den allgemeinen Informationen sind. Wir haben gerade noch ein Giveaway, da geht es um einen 25 Euro Gutschein für den Mediamarkt. Wenn ihr Bock habt, einen Mediamarkt Gutschein zu gewinnen, dann hau ich einmal kurz den Link raus. Dann könnt ihr da einen Mediamarkt-Gutschein gewinnen auf Glam. Wer das kennt, die eh hier mich followen, ist das relativ simpel. Einfach raufklicken und dann könnt ihr eine 25 Dollar Giftcard gewinnen, also Media-Gutschein. Gut, genau. Einfach anklicken und dann könnt ihr mitmachen und dann in einem Monat vielleicht einen Mediamarkt-Gutschein gewinnen. Das wollte ich auch noch einmal kurz Bescheid genau informieren. Genau, alle die, genau, nee, das hatten wir schon gehabt mit letztes Mal, das brauchen wir nicht mehr. Q&A Schiffsanpassung, also Customizing Schiffsanpassung. Dann fangen wir mal mit den Q&A an, dann gehen wir den mal so ein bisschen durch, das ist ja doch relativ interessant, weil es ja doch jetzt Thema wird, fangen wir mal damit mal einfach an. Werden diese Anpassungen für die Spielwährung im Spiel erhältlich sein? Absolut. Sie haben zwar die Möglichkeit, Anpassungen vorzunehmen, und einige, die Optionen sind kostenlos sogar. Das heißt also, ihr müsst nicht alles Geld bezahlen. Also ihr habt auch die Möglichkeit, die Farm zum Teil kostenlos umzustellen. Also es ist nicht so, dass ihr jetzt für jedes Customizing jetzt Geld bezahlen muss oder eben auch so gesehen Store Credits. Wie am Anfang gesagt, haben wir
Das alles wird irgendwann im Spiel verfügbar sein. Genau das haben wir ja schon immer gesagt, dass irgendwann alles in-game ist. Und zum größten Teil sind viele Sachen und viele Komponenten auch jetzt schon eben für Store Credits erhältlich. Und ich denke mal, das ist okay. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Also ich finde das auch interessant, dass sie den Q&A jetzt schon veröffentlicht haben. Seid ihr den schon durchgegangen, Buzero, eigentlich im Stream? Welches sind wir durchgegangen? Den Q&A vom Customizing-System? Nein, den nicht. Genau, also wie gesagt, ihr könnt das auch mit Spielwährung nachher bezahlen, alles, was sie ja hier gesagt haben. Mit Echtgeld auch, klar. Und wie gesagt, viele Items oder viele Sachen sind auch kostenlos. Also dann müsst ihr gucken, was kostenlos ist und was kostet. Also ich denke mal, du kannst dein Schiff auch relativ schon ein Customizing durchführen, ohne dass es extra Geld kostet. Alles klar, bei Slick läuft er auch wieder sauber, bei mir nicht. Oh. Ja, bei vielen hängt er zwischendurch. Aber wie gesagt, da kann ich nichts machen, weil das liegt tatsächlich da nicht bei mir. Vielleicht einmal F5 drücken, den Browser schließen, nochmal neu starten. Irgendwie gibt es wohl gerade technische Probleme bei Twitch, so wie ich das mitbekommen habe. Also bei ein paar läuft es gut und bei ein paar leider nicht. Dann kommen wir mal zum nächsten Thema. Was passiert, wenn das angepasste Schiff zerstört wird? Ist alles nicht so schlimm, ich kann das da einmal kurz erklären. Ihr könnt das Schiff, wenn ihr das designt habt, fertig habt, dann ist es ganz normal versichert. Wenn ihr das neu anfordert, wieder quasi aus der Versicherung zurückholen lässt, dann kriegt ihr das ausgestattete Schiff so wie es ist. Also wie ihr das Customizing vorgenommen habt, so bekommt ihr das Schiff auch wieder zurück. Das ist quasi dann die Hüllenversicherung, übernimmt dann quasi das Customizing von dem Schiff. Das heißt, wenn du dir jetzt du hast ein Paket zum Beispiel, es gibt nachher Pakete für Schiffskomponenten, du hast dann so ein Paket, sag ich mal, gekauft. Und dein Schiff geht kaputt, deine 300er, dann kriegst du das, was da verbaut war, von diesem Paket wieder. Ja, okay, krass. Ja, genau. Wenn ihr dazu Fragen habt, sehr, sehr gerne raus damit. Dann einfach ein AdFax, dann versuche ich auf die Fragen einzugehen. Ich versuche das einfach mal ein bisschen näher zu bringen, dieses Customizing. Genau, die Grundversicherung deckt das Customizing komplett ab, also müsst ihr euch keine Sorgen machen. Und wir können mit einem Rollout von 3.1 alles nicht fassungsvoll verwenden. Genau. Wenn ihr quasi das Schiff anpasst und ihr reclaimt das einfach, dann bekommt ihr das reclaimte Schiff, ist dann tatsächlich auch wieder das angepasste Schiff. Also wenn ihr die 300i komplett angepasst habt, dann kriegt ihr die auch wieder so zurück, wie sie angepasst war. Wollte einer was sagen? Bitte? Wer ist nicht da? John Clark? Nee. Hat gerade einer gehustet, dachte ich. Okay, dann machen wir. Ich wollte nichts sagen. Nee, ich bin dran. Ach, Daxi wollte. Wolltest du was sagen zu dem Thema? Ich wollte nur ein bisschen den Stream stören. Ach so. Moin, Leute. Moin. Möchtest du was zu dem Thema sagen? Gerade, nee, ne? Weil nicht nur, dass ich über Customization bin, da bin ich genauso so wissenhaft wie alle anderen. Na gut, hier. Ich gehe gerade das Q&A ganz normal durch, was sie da geschrieben haben. Werden weitere Optionen verfügbar sein? Na sicher, wir möchten Ihnen unzählige verschiedene Optionen bieten, um das Schiff von Star Citizen zu Ihrem Schiff zu machen. Genau, also da geht es quasi darum, dass ihr euer Schiff bekommt, dass ihr es designen könnt, dass es quasi nicht jedes dritte Schiff genauso aussieht wie euers, dass ihr viele Möglichkeiten habt, die Schiffe anzupassen und eben damit Spaß zu haben. Also bin ich auf jeden Fall gespannt. Auf jeden Fall werden die noch ganz, ganz viele neue Optionen reinbringen. Das heißt, die haben jetzt die Grundvision V1 drin und das wird jetzt immer von Patch zu Patch weiter ausgebaut und dann kriegen wir immer mehr Inhalt in Richtung Schiff-Customation auf jeden Fall rein. Also ich freue mich darauf. Als nächstes haben wir, genau, umfasst die Anpassung mehr Optionen als nur kosmische oder Verpackung. Ja klar, die ganzen Systeme, also die ganzen Deko-Sachen sind da auch drin. Das heißt Stereoanlage, Holo-Uhr, Kaffeemaschine und vieles andere mehr. Genau. Also, und die werden auch irgendwann funktionell sein. Also irgendwann kann man die auch richtig benutzen. Und es ist nicht nur die Außenhülle, also man kann, also was man dann eben farblich verändern kann, aber man kann auch ganz viele kleine Sachen reinbringen ins Spiel. Genau, können Sie Ihr Schiff immer wieder anpassen? Und die Antwort ist ganz simpel, ja. Wenn man es einmal angepasst hat, das Schiff wurde ausgeliefert, man hat es quasi im Hangar, dann kannst du es auch wieder umpassen und ändern, auf jeden Fall. Das war eigentlich kurz und schmerzlos. Können vorhandene 300i-Besitzer ihre Schiffe neu anpassen? Ja, bestehende Besitzer der 300i-Serie werden feststellen, dass der Customizer sie bei Start einleitet, Anpassung
ihren bereits vorhandenen Schiff vorzunehmen. Das heißt, wenn ihr eine 300i schon habt, ihr könnt zum Beispiel Bikolos, der hat ja die 350R bei mir gewonnen, wenn er jetzt einloggt und das Schiff hat, dann kann er das dann wohl anpassen. Dann wird er durch diesen Customizer dann eben, kann er den starten und dann seine 350R anpassen lassen. Werden die Assets, die über das Anpasstool zu ihrem Schiff hinzufügen können, irgendwann nutzbar, also interaktiv sein? Das hatte ich schon gerade vorab genommen. Ja, die Assets werden interaktiv sein, also Kaffeemaschine, Holo-Uhr und was es da nicht alles gibt. Das kann man nachher irgendwann alles benutzen und dann geht das los. Also tatsächlich könnt ihr irgendwann euch einen Kaffee ziehen. Ist natürlich, ne, also den könnt ihr nicht wirklich trinken. Ach, was erzähle ich denn da? Na, ihr wisst, was ich meine. Ja, du holst dir dann in deinem Schiff einen Kaffee und dann brauchst du einen 3D-Drucker. Oh, ich hol mal einen Emmy, Alter. Emmy, ich hol mal einen Emmy. Wenn wir jetzt über Kaffee sind, das habe ich Kaffeedurst. Habe ich toll gemacht, Jungs. Den Kaffee hätte das so oder so geholt. Wenn wir schon über Kaffee reden, dann muss ich jetzt auch Kaffee trinken. Toll. Ganz toll. User joined your channel. Das ist irgendwie eine alte Angabe dann. Also ich glaube, die hat 4. Wer hat 4? Also die 325A hat 4 und hat ein Size 4 vorne sogar. Also hat sogar eine fette Wumme vorne. Nabend, grüß Hallo, dich. Abend. Schön, dass du da bist. Moinsen. Glock. So. Dann gucken wir mal. Genau, das war der Punkt. Also die ganzen Assets, die kann man irgendwann benutzen. Also kannst du quasi einen Kaffee dann ziehen in Game und dann kannst du den auch trinken, so gesehen. Und vielleicht hat er dann auch irgendwelche Auswirkungen. Also mein Eiskaffee ist total gefroren. Ja, ist nicht viel mit trinken gerade. Mist. Ist ja noch toll. Okay, weiter zum nächsten Punkt. Als nächstes werden Wappenlogos, Bilder und andere ähnlichen Anpassungsoptionen irgendwann eine Option sein. Ja, es werden eine Option sein. Du kannst nachher dein eigenes Logo kreieren, dein eigenes Bild kreieren, anpassen, auf dein Raumschiff pinseln. Das Blöde ist nur, die müssen gucken, wie sie das machen, dass nicht bestimmte Logos, die müssen erstmal geprüft, gescheckt werden. Und das sind Iterationen, wo sie jetzt dran arbeiten, die müssen gucken, wie sie das umsetzen. Man hat erstmal nur die Logos von den Firmen, also die werden wohl schon drin sein, dass du Logos von bestimmten Firmen schon draufsetzen kannst und customisieren kannst, die schon in-game sind. Aber wenn du jetzt dein eigenes Logo bauen willst, das müssen die gucken, wie die das technisch machen, dass das geprüft wird und dass du da nicht irgendwie blödes Logo ranmachst, was quasi nicht gesehen wird oder nicht gesehen werden soll in Star Citizen. Da wird es dann quasi eine Prüfung geben, eine automatische Prüfung, ob das Logo denn geeignet ist für das Game, sage ich mal, oder für das Spiel Star Citizen. Oder eben nicht, und dann muss man da vielleicht 2-3 Tage warten und dann hat man dann irgendwann sein Logo dann auch im Game. Also so habe ich das zumindest verstanden und finde ich eine coole Sache und finde ich cool. Wird nicht drin sein, wie gesagt, da arbeiten die drauf hin. Und genau, Schiff, Registriernummer, Schiffsname, das sind alles Sachen, die du nachher raufpinseln kannst, genau. Und ja, das dauert einfach noch ein bisschen, bis sie das veröffentlichen. Ne? Aber ich finde, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Wie findest du das, Fusiro? Mit den Logos und so? Da muss sein, oder? Du meinst, ne? Doch sein Orca-Logo drauf haben. Mhm. Genau, hab mir auch gerade gedacht. Jeder so sein Darko-Logo auf dem Schiff. Mhm. Und da wird das Logo ja auch, das ist ja ein normales Darko-Logo, das ist ja jetzt nichts Geschütztes, das wird auch funktionieren. Also da muss man darauf achten, dass man jetzt nicht hier den Emmy-Logo wohl gerade nimmt, das könnte Ärger geben, das werden die wahrscheinlich nicht durchgehen lassen. Da wird es wahrscheinlich irgendwie so einen Filter geben, so einen Upload-Filter. Upload-Filter, hallo, Artikel 13. Na, wie auch immer, zumindestens wird es da so einen Upload-Filter geben für deine Bilder und für deine Logos, die du gerne mit reinbringen möchtest ins Spiel. Ich finde das cool. Wie findest du das, Kasi, dass sowas reinkommt? Dass du dein eigenes Logo kreieren kannst und dann auf dein Schiff packen kannst? Kasi ist eingeschlafen. Ja, der ist durch. Du, Totti, wie findest du das? Aber womit der Kasi bestimmt einverstanden wäre ein Salzstreuer. Also diese Logo. Ja, da wäre richtig. Jungs, ich höre zu. Ah, jetzt ist er wieder da. Wie findest du das mit dem Logo und dass du das... auch, wie gesagt, für deine Orga und so und so Sachen, dann kannst du so eine Zugehörigkeit auch dann symbolisieren. Mhm. Und das finde ich schon feist, ja. Nein, ich habe doch schon einmal erwähnt, Körperteile und Blut, das war's, mehr brauchen wir nicht. Okay, dann aber Tattoos auf den Körperteilen, die man abschießen kann.
Nein, die Tattoos kriegst du von der gehäuteten Feinden. Oh, das ist aber nicht lecker, Kasi. Aber sonst ist das doch eine witzige Sache, oder, Kasi? Dass du dein Logo nachher hochladen kannst und reinpacken kannst? Ja, alles sowas, weil jede Individualisierung von deinem Schiff oder auch von deinem Aussehen ist ja okay. Wie gesagt, solange es in Maßen ist. Wenn du, wie gesagt, Augenkrebs bekommst oder dir die Augen irgendwie rauspulen willst mit dem Löffel, dann hört's auf. Also es muss geschmacklich passen. Also wir reden hier von Star Citizen. Weißt du, Level 70, Alter, danke. MacLeod, Level 45, Entschuldigung, danke, Sekko, ich sehe gerade die hohen Level nur. Alter, alte Brigade 102, was ist denn los mit dir? Was stimmt nicht mit dir, alter Brigade, Alter? Dankeschön, dafür sicher jetzt erst. Und Johnny, Libaka 24, sehr gut. Und Visual Devara, Level 36, sehr geil, dankeschön für das Level, für die Treue, dass ihr hier immer wieder reinschaut, das sehe ich ja jetzt erst. Dankeschön, Jungs. Und Posiro 153, SSVEC 53, Simrace Fan 57 und Zornspitze 128. Jungs, krass, wie geil seid ihr denn? Dankeschön für die Treue, dass ihr hier mitmacht, dass ihr mich hier echt begleitet durch die ganzen Sendungen. Vielen, vielen Dank für den krassen Support. Dankeschön dafür. Wotan, Kasi, Wotan liebt dich. Oh. Er möchte gerne Löffelchen mit dir machen, steht da. Nee, aber was ich jetzt sagen wollte, dieses Star Citizen hat ja so ein bisschen diesen Touch von Blade Runner und so weiter. Hm. Und wenn du jetzt plötzlich anfängst hier Twitch... Guten Abend, nein. Guten Abend, nein. Guten Abend, grüß dich, Wotan. Servus, Wotan. Wenn du jetzt anfängst hier diese quietschbunten Rüstungen und Schiffe und so weiter hast, dann machst du draus einen Comic. Game. Und das, also ich möchte dieses Blade Runner Feeling, weißt du, dieses bisschen, ja, das ja. Sollte so sein, wenn du jetzt hier plötzlich dann die ganzen Power Rangers rumfliegen siehst und so weiter, dann... Dort läuft auch keiner in rosa rum, oder? Also, ich, ja. Du siehst viele rumrennen mit Mistfarben. Nein, ich meine jetzt im richtigen Leben, rennt keine Armee in rosa rum, macht keinen Sinn. So. Armee, ja, aber vielleicht bist du auch ein normaler Bürger und du magst gerne rosa. Wo ist denn das? Und heißt Fexy. Man muss ja dazu sagen, sie machen ja zum Ausgleich auch immer diese Trash-Garbage-Klamotten. Und das ist ja, finde ich, eine gesunde Mischung, das genau. Problem ist, wenn die jetzt mit rosa Schiffen und alles anfangen, wird es nicht lange dauern, bis wir flammenfarbene Skins bekommen für unsere Rüstung oder sonst etwas. Dass wir dann so hingehen. Nein, ich meine bewegende Flammen, so Dark Matter-Style so. Das haben die auch schon gesagt, das haben die. Stopp, das haben die auch schon mit Microtech angekündigt. Das wird irgendwann wahrscheinlich kommen. Weil das nee. Das haben die schon angekündigt, dass das kommt mit Microtech. Und das sind Klamotten, die du anhast. Du hast Klamotten an und da leuchten LED-Lampen dran und an den Klamotten. Ja, danke. Das wird schon angekündigt und kommt mit Microtech. Ich will auf jeden Fall keine Waffe, die. Ich kann jetzt so Black Ops 3 sagen, da gab es einen Skin, der so Dark Matter hieß. Hey, Ghosty, moin, grüß dich. Ja, mir zu viel wurde. Also wie gesagt, das wurde tatsächlich bei irgendein, wo die das gezeigt haben, die ganzen Rüstungs- oder die neuen Klamotten für Microtech, wie hübsch die sind und dass das ja die High Society da ist auf Microtech, viele reiche Leute und dass die Rüstung tatsächlich blinkt und Licht hat und LED-Streifen und sowas hat, ja. Die kannst du im Vault sehen. Ja, richtig, die kannst du schon sehen. Also sie ist schon da. Ich wollte sehen. Herzlichen Glückwunsch. Ey, Leute, macht's mir als Sniper noch einfacher, euch im Dunkeln zu sehen. Ja, das fand ich jetzt, also das ist ein System, was ich jetzt eigentlich gar nicht so unbedingt brauche. Könnte dieses System uns irgendwann die Wahl zwischen verschiedenen Schiffstimmen geben? Ja, die Antwort ist vielleicht irgendwann, weiß man nicht. Müssen die auf Feedback der Community warten. Also ich fand es eigentlich relativ uninteressant, ganz ehrlich gesagt. Also ich brauche jetzt keine unterschiedlichen Stimmen. Also mein Computer ist mein Computer, ich bin glücklich mit ihnen. Viele finden das vielleicht auch cool, ist vielleicht auch ein gutes Gimmick. Also ich, also mal auch an die Community gefragt, also in den Chat, was sagt ihr? Also ich brauche jetzt nicht unbedingt andere Stimmen bei mir im Schiff, deswegen haue ich da mal Minus raus. Deswegen, das ist bei denen auch noch in der Schwebe, ob das kommt. Wollt ihr Stimmen haben, dass ihr den Stimmmonitor ändern könnt auf eine Frauenstimme? Wo beim Navi geht das ja auch heutzutage. Oh, geil! Wolfi! Wolf ist da! Bam, dankeschön für dein Follow, Wolf! Babs! Come on, Babs! Dankeschön dafür, Wolf! Come on, Babs! Yo! Dankeschön! Eine Sache, die kann man auch später machen. Ja, aber braucht man das wirklich überhaupt? Vielen, vielen Dank, Wolfi! Danke, Wolf, für dein Follow, für deine Unterstützung. Wollen? Ja.
ist schon vorhanden, weil jedes Schiff seine eigene Stimme hat. Ja, richtig. Ja, aber jetzt, dass du noch selbst unter den Einzelnen, also wenn die jetzt nicht so weit abdriften, dass sie jetzt sagen, jeder Schiffshersteller hat nochmal seine 5 verschiedenen eigenen, wo du dich aussuchen kannst, würde es mir reichen, also die 5 oder 10 Stück für alle Schiffshersteller darfst du dir aussuchen. Also sehe ich das auch, Guss. Wie wäre es, wenn sie näher am echten Leben bleiben oder sowas und sagen, zum Beispiel, okay, bei Drake gibt es nur eine Stimme, die sind billig, es gibt nur die eine. Bei Aegis gibt es nur eine, die sind militärisch, die machen solche Spielereien nicht, es gibt nur eine. Richtig. Und bei sowas wie Origin, okay, du kannst 5 verschiedene auswählen, das ist ein Luxusding. Aber was sagt ihr jetzt einfach den Chip raus, einen anderen Chip rein, schon ist die Stimme auf einmal weiblich? Ja, das beim Navigation hast du das ja auch. Okay, du kennst. Also, genau. Also, ich bin auf Ghost-Seite irgendwie. Für jeden anderen Hersteller eine andere Stimme finde ich auch super. Vielleicht noch, dass man unter. Du hast einen Hersteller und kannst zwischen männliche und weibliche Stimme hin und her schalten, finde ich auch noch okay. Stopp, langt. Also, das sollte dann schon lang eigentlich, finde ich zu persönlich, aber alles Geschmackssache. Kann ich gerade kurz mal eine Info reinschmeißen? Was ja, sehr gerne. Sprechen? Oh ja, gerne. Hau raus. An alle Freelancer-Leute. Hintere Turret, diese Arme, die runtergehen, die sollen hundertprozentig ein, also die gehen auch nach oben, dass sie den ganzen Raum benutzen können. Aber sag nicht, aber das ist eine hundertprozentige Sache, hat er gerade gesagt. Du mega. Wupp, Freelancer, ich bin auch ein Freelancer-Fan, du sprichst mich an, du bist doch geil, alter Kasi. Lass dich knuddeln, ich möchte dich umarmen und dich knutschen. Nee, so ein sinnloses Update. Hau ab. Daxi. Verkauf Daxi einfach. Können wir den irgendwo verkaufen? So. Nee, also das ist zum Beispiel Ding, ich meine, verständlich, die reden nämlich ich finde das gut. Über Turrets, wieso bestimmte Turrets in bestimmten Positionen sind, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Und dabei eben zum Beispiel jetzt die Starfarer, dann war die Conny und Freelancer angesprochen. Mhm. Und bei der Freelancer einmal dieses, dass das eben den ganzen Raum blockt. Diese zwei Arme, die wo raushängen, blöd. Macht gar keinen Sinn, ne? Ja, die fahren sich ein, wie so eine Leiter. Das heißt, der Raum ist dann voll nutzbar. Geil! Also finde ich echt geil. Also ich feiere das gerade. Wie gesagt, ich bin selber Freelancer-Fan. Und das ist geil einfach. Einfach geil. Und das, was Daxi sagt, ist eigentlich egal, weil das ist einfach nur geil. Und Daxi hat überhaupt gar keine Ahnung. Das kann allerdings das Problem gehen, dass du natürlich den Turm gar nicht mehr nutzen kannst, weil du eine Kiste drunter hast. Ja, egal. Muss jeder Pilot sich selbst entscheiden und aktuell ist der Turm sowieso useless, weil du lieber die beiden Seitentürme nutzt. Ja, das sei nicht so negativ, denn dann steigst du von auf dem EVA ein. Was ist denn das Problem? Ja, mit einem Dogfight, ey Leute, ich bleib mal. Aber die haben auch gemeint, weißt du, es kann auch sein, dass sich das dann ändern wird bei einigen Schiffen, wie zum Beispiel, ihr kennt ja die bei der 600E, dass es dann Remote Turrets werden. Oh, ja, geil. Das soll es ja auch. Weil, du hast ja in der Freelancer die... Ja, richtig. Geil, stimmt. Dann wäre das doch sinnvoll, wenn dann hinteren Leute dann zum Beispiel oder der Beifahrer oder irgend sowas das eben als Remote benutzt. Sehr geil. Wie cool ist das denn? Würde ich zum Beispiel auch richtig gut finden bei Schiffen, wo du mehr als 2 Sitze oder 3 Sitze hast. Geilste Idee ever, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie gut Sawyer sich mit Kriegssachen auskennt, aber der meinte einen Stream und er hat oft schon Sachen gesagt, wo ich mir dachte, das wusste ich gar nicht über Kriegssachen. Dass selbst im Zweiten Weltkrieg bemannte Turrets nicht funktioniert hat. Und dass er der Meinung ist, das funktioniert auch in Star Citizen nicht. Wie und meinst du, die haben nicht Meinung, funktioniert? Ja, dass das eigentlich sinnlos ist. Und wenn wir uns mal die Hammerhead angucken, bei die Aufhängung der Türme, würdest du da wirklich bemannte Türme nutzen bei der Hammerhead? Ich weiß nicht, ob das darauf ne, anderes Thema. Ja, anderes Thema. Also die Sache ist, die Türme müssen sein. Im Zweiten Weltkrieg haben sie Türme drin gehabt und so weiter. Natürlich in unserer heutigen Zeit brauchst du das nicht, weil eben Missiles und so weiter ist. Aber die in Star Citizen, die wollen Türme rein, damit diese Multicrew eben gegeben ist und die Türme kommen rein. Ob es Sinn, aber Zweck hat, ist uninteressant, weil ganz einfach, die wollen das und das bleibt drin. Würdest du aber Remote-Turrets nehmen? Remote oder manuelle, bei der Hammerhead zum Beispiel, mit der extrem schwachen Aufhängung? Darum ging es gerade. Das so, kommt drauf an, weil wir wissen ja nicht, wie das gegeben ist, von wegen, ob die Remote Turrets zum Beispiel rechnen, weil du dann vielleicht andere Komponenten brauchst und so weiter. Ja gut, ja. Das Pay to Win ist das nicht. Es hängt vom Schiff ab, vom Platz und, das können wir jetzt nicht sagen. Jo, mach dir da mal keine Sorgen, alles gut. Richtig, ja, du kannst einen bestimmten Betrag im Monat kaufen, wenn du das machen möchtest. Und Gideon hat recht, das ist kein Pay-to-Win, alles gut. Macht euch da nicht so viel Sorgen mit dem Pay-to-Win, das ist wirklich albern. Kasi, hast du Zeit? Bist du bei mir? Kasi? Das Pay-to-Play ist das. Genau.
Kasi ist weg, ne? Dann schiebe ich das Thema nämlich jetzt, was ich hätte. Mehr Schiffe war das, oder? Genau, kauft mehr Schiffe. Weil jetzt wollte ich nämlich eigentlich die Prowler durchgehen, Dropschiff. Aber das ist natürlich Kasis Gebiet und das wollte ich jetzt nicht nehmen, wenn er nicht da ist. Ich war doch vor einer Sekunde noch da. Oh. Na, der kommt gleich wieder. Wie bitte? Ach, da bist du schon wieder. Bist du da, Hase? Kann ich dich benutzen? Ja. Alles klar, dann geht das jetzt los. Dann fangen wir jetzt zu Prowler an, unser Dropschiff. Weil das Thema wollte ich mit dir zusammen durchgehen, auf jeden Fall. Also, weil du, da du der Experte bist, ich spring da mal hin. So, Prowler, hier ist das Video. Ich lasse das einfach mal ein bisschen laufen. Wir gehen einfach mal in die Wiederholung rein. Das lassen wir nebenbei mal laufen. Die Prowler ist ein Dropschiff von den Tavarines. Von den Tavarines. Wir haben das Schiff quasi gebaut. Das ist eine Alien-Rasse. Wir haben die Tavarines leider fast komplett ausvernichtet und wir haben diese Prowler gefunden in einer Grotte, wo mehrere Schiffe von denen versteckt waren. Die UE hat die dann quasi geborgen, diese Prowler, und haben dann die zu Esperia gegeben. Und Esperia hat dann das Schiff dann vervielfältigt, hat dann mehrere Techniken rausgenommen, zum Beispiel die in die Idris reingeflossen ist, wie dieses Schild, wo man durchlaufen kann. Du hast quasi die Atmosphäre im Raumschiff, der Hangar geht auf. Normalerweise müsste jetzt die ganze Atmosphäre rausgehen. Die ganze Luft müsste jetzt Vakuum werden, aber das ist nicht so. Dadurch, dass sie dieses Schild haben, diese Schildtechnologie, bleibt die Luft drinnen, das Raumschiff kann einfach rausfliegen und die Luft bleibt trotzdem drin. Das kommt zum Beispiel von den Tavarin. Es ist ein Dropschiff, genau, es hat einen Hover-Mode, das heißt, du kannst dicht am Boden, ziemlich dicht am Boden hovern. Die Leute können an den Seiten rausspringen, das gucken wir uns gleich noch so ein bisschen an. Dann können die Leute, die haben da auch so ein Schutzschild von den Flügeln her, das sieht aus wie eine kleine Wand, wie ein paar Messer, die dann so hochklappen. Gucken wir uns gleich noch an, da können sich dann die Leute, die gebordet werden, sich dann dahinter verstecken. Genau, hier ist die zum Beispiel. Das ist natürlich ganz praktisch. An mit den Tavarin. Genau, das ist, dass sie diesen Hover-Mode hat, ist auch, dann hat es das Phalanx-Schild, das ist auch eine Besonderheit, das Phalanx-Schild. Das Phalanx-Schild, das muss quasi aber benutzt, also das muss händisch verstellt werden. Wenn das Phalanx-Schild, das wird ausgerichtet in eine Richtung, wo der meiste Schaden reinkommt. Das heißt, wenn du zum Beispiel hoverst über Boden, deine Truppen möchtest du beschützen. Ja, ich da hat man das gerade gesehen, was ich meinte. Warte mal, ich geh nochmal zurück, Entschuldigung. Hier sieht man, das sind diese Zacken, die wir jetzt hier sehen. Und das ist quasi dafür da, dass die Truppen geschützt werden vor Laserangriffen oder vor Munition, für Projektile. Dass sie da nicht angeschossen werden, dass sie so ein bisschen Deckung haben. Genau. Der Granatwerfer. Ja. dann hat sie dieses Phalanx-Schild. Das Phalanx-Schild ist fast undrungbar. Also da kannst fast nicht durchdringen. Das ist ein sehr, sehr extrem starkes Schild und das Phalanx-Schild, das muss immer in eine Richtung ausgerichtet werden, weil das ziemlich viel Energie frisst. Das heißt zum Beispiel, der Co-Pilot kann das Phalanx-Schild dann steuern, wo er merkt, oh, da kommt sehr viel Schaden rein, dann kann er das Phalanx-Schild in diese Richtung drehen und dann kommt da bei weitem nicht mehr so viel Schaden rein. Genau, es gibt keine Betten und keine Küche, so wie ich das mitbekommen habe. So, wie, was sagst du denn, Kasi, zu den Schiffen? War das so alles okay, was ich gesagt habe? Deshalb die Tatsache, das ist eines der besten Dropschiffe überhaupt. Und bitte erklär mal auch warum, weil das würde mich jetzt interessieren, weil du in der Thematik besser drin bist. Okay, wir machen jetzt mal einen direkten Vergleich, dass du ein bisschen Vergleich hast, Kasi. Wir nehmen jetzt einmal die Prowler und einmal die Valkyrie. Ich denke mal, das kann man gut miteinander vergleichen. Und dann kannst du mal deren Vor- und Nachteile erzählen von den beiden Schiffen. Okay, hast du das Ding auf? Ja, es läuft gerade das Video im Hintergrund, ja. Okay, dann warte, sag mal Bescheid. Das läuft die ganze Zeit, das Video. Okay, als erstmal spezielle Schilde. Die Front ist aus speziellem Glas, die eben sehr viel aushält. Deswegen hast du auch so eine sehr gute Sicht nach vorne hin. Die Bewaffnung ist im Gegensatz zu dem Ding um einiges besser. Dann wichtigste Funktion, Stealth-Eigenschaften. Weil diese Triebwerke und so weiter machen ganz wenig Emission, dass du dich dann sozusagen ranschleichen kannst. Hast Platz für 20 Leute. Und hier sieht man das auch so schön gerade. Hier ausfährst, das sieht man jetzt hier nicht, das hat man aber im Konzept gesehen. Da haben sie gesagt, du hast ja so seitlich, also wenn du die beiden Arme zum Landing Gear runterfährst, dann hast du nach hinten hin so zwei rechts und links dann, wie soll ich sagen, so Metalldinger. Die haben das jetzt nur als
großes, wie soll ich sagen? Ich würde mal Metallplanken oder irgendwas. Genau. Metallplanken, sind, genau, das klingt gut, ja. Schutz der Soldaten sein, das heißt, wenn die abspringen, dass sie sich sozusagen sofort in Deckung kommen und so weiter. Hier siehst du, ich versuche mal gerade das Bild da, was du da meintest. Also die Flügel klappen so runter als Füße und dann haben die noch so Lamellen. Da sieht man die so ein bisschen. Hier sieht man die Klappen an den Seiten so ein bisschen. Die nach hinten ragen, das sind, die sind so wie so ein Schutzschild. Genau, die, ist eine Panzer, ist quasi die, Panzerplatten oder sowas. Drop-off-Türen. Ja, genau, richtig. Und eben, wie gesagt, dieses Schiff hat eben hier diese Stealth-Funktion. Ist sehr agil, im Gegensatz zur Valkyrie. Valkyrie hat einen Vorteil, was ich aber als Vorteil gar nicht sehe, ist, du kannst ein Fahrzeug mitnehmen. Sehe ich jetzt zum Beispiel nicht als Vorteil. Hey Cowboy, moin, grüß dich. Weil du hast ein Raumschiff, du kannst die Leute von genau an den Punkt ablassen, bist geschützt, hast Feuerpower, kannst dich verteidigen, weil die Bewaffnung ist, wie gesagt, Size 5. 2 Fünfer, 1 Fünfer Turm. Ja. Also ich glaube 4 Size 5 Waffen. Wow, das ist aber schon heftig, oder? Bin ich blöd. Das ist krass. Also wenn der Turm doppelläufig ist, sind 2 Size 5 Waffen am Turm. Das ist schon heftig, Jungs. Ja, und wie gesagt. Der Turm sieht aber ganz kurz defense-mäßig aus, also für Verfolger, so wie es aussieht, weil der nach hinten gerichtet ist. Du kannst aber auch nach vorne, also ich meine, das ist Remote Control und so weiter. Also ich sag trotzdem, bei der Ding Valkyrie, da hast du ja nur unten und oben einen. Mhm. Der obere kann nach hinten schießen, der vordere nicht. Richtig. Und das sind 2 Size 3, soweit ich weiß. Und das Ding benutzt eben Tevarin-Technologie auch noch. Deswegen nehme ich mal an, dass das um einiges bessere Dropship ist. Ja, du meinst das Phalanx-Schild zum Beispiel, ist auch sehr interessant. Genau. Unabhängig vom Schild ist die Prowler dafür ausgelegt, lange vor dem Kampfgebiet zu landen und dann in den Hover-Mode, also beziehungsweise in den Graph-Labs-Mode zu gehen, um über den Boden zu hovern. Das hast du eben angesprochen. Ja, welches ist das bessere Dropship? Das, weil die, machen wir uns nicht so, die Valkyrie ist ein Dropship. Die Valkyrie ist ein verdammt, das ist gut, aber du hast vielleicht einen Vorteil bei der Valkyrie, dass du ein Fahrzeug mitnehmen kannst. Also ich glaube, das bringt kommt, dir das da? Was bringt dir also das Fahrzeug? Ganz ehrlich, wenn du einen weiteren Weg zurücksetzen möchtest, zum Beispiel. Aber du hast doch ein Raumschiff. Pass auf, wir sehen das doch bei den Bunkermissionen. Was bringt dir ein Fahrzeug bei einer Bunkermission? Gar nichts. Gar nichts, weil du schaltest die Waffenplattformen aus und dann kannst du genau vor der Tür landen. Mhm. So, was bringt dir da jetzt, dass du ein Fahrzeug dabei hast? Gar nichts. Nicht viel, das stimmt, ja. Und also mit dieser Das Fahrzeug kontert die Prowler durch ihre Graph Labs Technologie, weil sie lange vor dem Kampfgebiet landen kann, dadurch stealthy wird und reingeht. Das kann sie, sie kann alle, hier steht noch 16 Mann, ich glaube, es sind aber inzwischen 20 Mann, gleichzeitig mit ihrer Graph-Labs-Technologie hinbringen. Das ist natürlich nicht so stealth wie ein Fahrzeug, aber wenn wir 20 Mannen versuchen in eine... Ja, Starlancer, bam! Geht richtig. Ja gar nicht, wir haben kein Fahrzeug, was groß genug ist. Aber Starlancer hat recht, die Tevarins, sie haben zweimal abgestunken, die können ja gar nichts eigentlich, ne? Das Problem ist... Nee, das ist eine Kombination aus Tevarin-Technologie und UE-Technologie. Die nehmen natürlich, die UE geht ja nicht hin und nimmt sich das Schlechteste von denen, sondern die tun dann das Beste kombinieren. Und die haben eben diese Schildtechnologie mitgenommen und das Design. Ja, ist schon cool. Also für ein schnelles Drop-In, Drop-Out ist die, die Prowler auf jeden Fall besser. Wenn es wirklich darum geht, glaube ich, eine Schlacht zu führen, wäre es mit einem Rover oder Cyclone mit runterzubringen, glaube ich, besser. Schwer zu sagen. Gehst du runter, hast deine Truppen da, hast direkt auch ein Fahrzeug da, was ja meine, dass auf dem Schlachtfeld Fahrzeuge nicht gerne gesehen werden von Feinden. Ich weiß nicht, ich bin da nie im Krieg. Aber so ist es zumindest halt in jedem Shooter, wo Fahrzeuge drin sind, dass du dich von Fahrzeugen fernhalten willst. Und du kannst halt mit der beiden gleich viele mitnehmen. Mhm. Kannst natürlich aber in das Fahrzeug der auch noch welche mitnehmen. Also kommst du theoretisch auf 26 Mann in der Valkyrie gegen 20 Mann. Das, was natürlich interessant ist noch bei dem Thema, kannst nicht ausloggen, du hast keine Betten, also das ist schade eigentlich, das heißt, du hast keinen Speicherpunkt, immer so dahingesagt, und du kannst keinen Kaffee machen, Alter. Kein Kaffee, ne? Ein Dropship ist nicht dazu gedacht, dass du dich ausloggst. Aber ist es gedacht, Kaffee zu kochen? Nein. Warum nicht? Weil das ein Dropship ist. Normalerweise, das waren ja auch solche Fragen wie so. Du brauchst doch Kaffee! Junge, du musst doch auf Fahrt kommen, du musst doch deinen Puls hoch. Also wenn du das US-Militär siehst, wie die zum Beispiel diese Chinhooks besetzen und so weiter, die sind erstens mal voll ausgerüstet, da brauchst du auch keinen Waffenracks, kein gar nichts, weil jeder Soldat kommt schon vollgepackt
in das Ding. Du hast dann, das Ding startet, hat nicht lange Flugzeit, sondern landet an, die Leute kommen raus, Angriff und dann wieder nach dem Angriff wieder rein und wieder weg. Da ist nichts mit Schlafen. Die sind dann schon gehypt, wenn sie einsteigen. Ja, da brauchst du keine Kaffeemaschine. Und du brauchst keine Betten und gar nichts. Ich gebe dir da schon zum Teil recht. Ich finde das Ding einfach nur sauteuer. Der einzige, also der Prowler, hey, Thomas, kommt, wenn ich alles anschaue, allerdings relativ OP vor. Ich gehe davon aus, dass er aber deutlich weniger als die Welke wie aushalten muss oder wird. Also ich finde das Ding ganz schön teuer, wird, ne? Die wird mehr aushalten können. Aber ich frag mal einfach mal den Chat mal gefragt. Ich finde die Meinung gut. Also wie ich das mitbekomme, Kasi ist voll der Prowler-Fan. Ich finde sie auch geile. Ich glaube, ich bin auch eher auf die Prowler-Seite. Was sagt ihr denn, Community? Was ist, also ich mache mal einen Plus bei der Prowler und stinkt die Valkyrie ein bisschen ab. Da sage ich ja, wobei ich die trotzdem viel zu teuer finde. Aber vom Preis mal unabhängig. Nur von den Funktionen her, was sagt ihr Prowler tatsächlich? Die ist ein bisschen geiler. Oder was sagst du, Busiro? Ich verstehe halt nur nicht, warum dieses besondere Schild nur in der ist, wenn sie die Technologie doch kopieren können. Ja, weil das ist das Besondere. Eine Javelin doch auch so ein Schild einbauen. Vielleicht hat die das ja auch. Vielleicht hat die das ja. Wir wissen das bloß noch nicht. Ja, vielleicht sind die Sache ist die, das geht nur bei der Prowler vielleicht, weil die spezielle Teile benutzt, die man nicht replizieren kann. Aber ihr könnt doch die Prowler produzieren, deswegen meine ich. Richtig, genau. Vom Preis mal unabgesetzt. Also Thor, was sagst du? Der Preis ist egal. Du sag ich mal, der Preis ist Wurst, Prowler oder Valkyrie, wenn der Preis egal ist. Thomas sagt auch eher Valkyrie. Weiß sagt auch eher Valkyrie. Viele aber Prowler tatsächlich. Was sagt denn Busiro? Das ungefähr, was ich heute euch schon mal im WhatsApp geschrieben hatte, dass ich so sehe, dass die Prowler ist eher ein Schiff, was genau mitten ins Kampfgebiet reinkommt, wo auch mehr abgeht, wo quasi die Valkyrie keine Chance hat, wo die Leute direkt gedroppt werden. Deswegen braucht man hier auch gar kein Fahrzeug, weil du bist direkt da. Mhm. Und die Valkyrie ist eher was, wenn du von weiter weg kommen willst, deswegen ein Fahrzeug brauchst. Und wenn die Frage kommt, warum brauchst du ein Fahrzeug? Wegen Stürmen, elektrischen Interferenzen, alles das, was die sich ausdenken, damit wir Landfahrzeuge brauchen. Und da werden genügend Dinge kommen. Das vielleicht müssen wir auch in eine Höhle damit reinfahren und können mit der Prowler nicht reinfliegen. Und deswegen braucht man ein Landfahrzeug. Ja, mit der Valkyrie kannst du ja auch nicht in die Höhle reinfliegen. Nee, aber du kannst ein Fahrzeug mitbringen. Das Problem ist, kurz das mit dem Stürmen, das wird die Prowler auch herzlich wenig jucken, weil die Graflabs hat. Und wenn die dazu noch ihre beiden Haupttriebwerke nutzt, kann der Sturm, ja, bodengebundene Fahrzeuge werden weniger beeinflusst. Genau, Cowboy. Graflabs-Fahrzeuge. Aber die haben noch zwei fette Haupttriebwerke. Wenn ihr einen Sturm, während sie Graflabs nutzt, überhaupt irgendwas anhabt, dann frage ich mich echt, CRG, was macht ihr? Wir sind die Cantina-Band. Alter, Tribul MTT, danke schön dafür. Im 9. Monat, Alter. Tribul, danke schön dafür, mein Freund. Alter, Mann. Sehr cool, Alter. Bernd, danke schön dafür. Halbis, 9. Monat, was ist denn da los? Alter, Twitch Baby, come on. Wie geil ist das denn? Vielen, vielen Dank. Haut mal ein paar Hypes raus. Wie geil ist denn das? Dankeschön, Tribul, dafür. Dankeschön dafür. Wir brauchen einfach mehr Herz hier. 9. Monat ist schon geil. Ist ja schon was Besonderes. Vielen, vielen Dank dafür, Tribul, dass du mich im 9. Monat mit deinem Twitch Prime unterstützt. Dankeschön für diesen krassen Support. Vielen, vielen Dank dafür. Auf jeden Fall. Sehr cool. Dankeschön. So, was wolltest du noch sagen? Entschuldigung, Daxi. Das einzigste Nachteil, den ich ja jetzt von den Daten sehen kann, wäre, glaube ich, eine geringere Reichweite. Voll gut, Alter. Auch mehr Bass. Was geht, Alter? Entschuldigung, das war gerade zu lustig. Ja, die Prowler hätte theoretisch, wenn die Daten hier so stimmen, deutlich geringere Reichweite. Sie hat nur 2 S-Fuel Tanks. Und die Valkyrie hat 4 Size M. Die Prowler, die ist nicht auf Reichweite getrimmt, genau. Ja, die Frage ist auch, in welches Schiff kommt denn die rein? Also passt die mit dieser Höhe wirklich in die Idris? Nö, aber wahrscheinlich in die Javelin, von der Höhe her zumindest. Javelin hat keinen großen Hangar. Aber vielleicht einen hohen Hangar. Also, muss ja nicht groß sein, Hauptsache gesagt, hoch. Die Valkyrie soll nicht in die Javelin passen. Die Warden passt in die Javelin. Oh, Souverän-Träger. So, habe ich den Taxi gegeben. Ist er leise. Worden ist aber keine 30 Meter hoch. Wieso ist die Prowler 30 Meter hoch? Ich habe gerade verwechselt. 15.
Also die Walküre, der Nachteil der Walküre ist, die ist viel zu dick und zu groß, überhaupt irgendwo reinzupassen. Und das Ding ist ein fliegender Sarg in meinen Augen. Weil die, ja, deswegen kommst du dort auch Negan, nicht. Danke schön für deinen Follow. Bam, danke schön dafür. Philipp kommt gleich. Die Walküre, wie gesagt, die würde ich über. Erstens mal ein Kampfgebiet, wo du Truppen auf offenem Feld hast, wird es sowieso nicht geben. Da brauchst du sowas wie die Walküre nicht. Weil die Luft, wenn es Lufthoheit, da werden Kämpfe geführt mit der Lufthoheit. Und bei alles, was die Brauner benutzt dann eben nicht, um andere Schiffe zu formen. Willkommen bei uns. Direkt am Punkt, wo du die Soldaten brauchst, abzulassen und direkt wieder weg. Und die Walküre ist für mich einfach wie die Herkules, C-130. Das Ding ist da, hast ein Fahrzeug, droppst da ein paar Soldaten raus und dann gleich weg. Aber die hält eben nicht viel aus. Genau. Genau das ist das Ding. Also wenn ich die und der Grund oder? Für das Fahrzeug wird, wie gesagt, uns aufgezwungen werden. Egal, ob das jetzt irgendwas in der Luft ist oder weil es ist, wir müssen Kilometer in eine Höhle rein und es ist besser, mit dem Fahrzeug zu fahren, als zu laufen. Es das wird die Gründe ja geben, sonst gibt es die Fahrzeuge nicht. Ich glaube, ich habe unterschätzt, aber die Panzerung der Valkyrie. Also ich glaube nicht, dass sie so wenig ausfallen wird. Ich glaube, von der reinen Panzerung ohne dieses Vergiss die Valkyrie, weil du es wirst, die Brawler wirst du gar nicht sehen in diesem Sensorbereich. Die ist kleiner, die hat eine Sensorausstrahlung, die ist minimal. Also da ist das Ding ein Jumbo-Jet und die Prowler ist vielleicht ein Vogel. Da hast du recht, Gideon, da hast du sowas von recht. Good morning! Wie bitte? Die Prowler ist größer insgesamt. Nur nicht länger. Na, aber die hat spezielle... Genau, auf die Kraken passt das Ding auch, hast du recht, Bruce. Auf die Kraken passt das Ding auf jeden Fall auch, juhu. Auf Planeten dürftest du eigentlich auch Cross-Check zum gehen. Eigentlich ganz geil, ne? Planetaren Rückstrahlung. Eigentlich eine geile Idee, ne? Das ist ein Stealth-Dropship, die Prowler. Deswegen wirst du die nicht so sehen können wie eine Valkyrie. Da hast du recht, ja. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Die Welt ist halt für mich so, wenn es wirklich darum geht, einen Kampf zu führen, einen Krieg. Dann halt viele, viele Leute runtersetzen mit Fahrzeugen. Und sagt mal, war das bei der Prowler nicht eigentlich auch mal so ein Alter. Ruf sie einfach. Alter, wie geil ist dein Buff? Kann ich vergleichen mit der. Ganz klar, am Anfang hieß es, wie ist ein Stealth-Dropship, das ist. Und dann Dropship. Kam. Alles klar, vielen Dank, Papuzzi. Vielen Dank dafür. Dankeschön im zweiten Monat, dass du deinen Twitch-Prime für mich opferst. Dankeschön dafür. Bam, willkommen dabei. Dankeschön dafür. Ja, gut, aber wir haben nur jetzt ein Dropschiff und das soll das nächste Dropschiff sein. Genau. Da muss man, kann man schon ansatzweise vergleichen. Natürlich die Funktionsweise, wie du sie verwendest, ist vielleicht zwei verschiedene. Ja. Aber Dropschiff und Dropschiff. Da muss man eben Vergleiche mal ziehen und sagen, okay, die Anwendung ist für diese Eigenschaften besser. Wie gesagt, wie du gesagt hast, hier andere Schiffe zu kapern, aber mit dem kannst du auch auf dem Boden landen. Der Vorteil ist eben, wie gesagt, diese Stealth-Funktion. Da hast du recht, Spadi hat da recht, genau das. Die Valkyrie ist ein Gunship-Dropschiff und die Prowler ist ein Stealth-Dropschiff. Genau, richtig. Ich muss dir ganz perfekt kurz sagen, ich kann quasi in keinster Weise, was das Aushalten der Prowler ist. Nur zwei Size-S-Schildgeneratoren. Sieht auch nicht so gepanzert aus wie die Valkyrie, also aushalten wir die Prowler weniger. Muss sie auch, wenn sie ein Stealth-Ship ist, wenn ihr es so sagt. Ja, die hat das Phalanx-Schild, ne? Das ist jetzt... Das Phalanx-Schild ist das Einzige, was ihr vielleicht da helfen könnte. Ja, davon reden wir aber auch. Das hat eben gesagt, du musst es erstmal finden und also der hat ja diese Stealth-Funktion, dann hat sie dieses Phalanx-Schild, dann hat sie die bessere Bewaffnung und die ist manövrierfähiger und schneller und so weiter als die Valkyrie. Ja, dazu Manöverfähigkeit kannst du aktuell nicht sagen. Wir wissen es nämlich nicht. Wie? Also die soll wohl wendiger sein, die Prowler auf jeden Fall, ja. Die wird wendiger genau, sein, das denke ich. Ist sie sogar schwerer, also wäre sie nicht so wendig. Ja, ich glaube schon, dass sie wendiger ist. Gucken wir mal später. Ist ja auch egal. Warte mal ganz kurz. Die Valkyrie, ich habe jetzt die Liberator-Version hier, 75.000 Kilogramm. Prowler 171,7 Kilogramm, also
kann sie fast. Gut, aber auf den Bildern sieht die nicht so viel größer aus, hat nicht das so eine große Rampe und so weiter. Kann die so viel schwerer sein? Ja, das sind alte Daten. Nach was gehst du? Gehst du nach den Daten von der von Ding? Dann kannst du es ja ganz. Also das würde ich vergessen nach den Daten. Also die einzigen Daten, die ich habe, was die Masse angeht. Ja, das ist egal. Das ist egal, was da steht. Ich würde auch sagen, vom Gefühl her ist die Prowler nachher agiler und auf jeden Fall wendiger. Aber ob es so ist, das sind wie gesagt nur Spekulationen. Was da am Ende dabei rumkommt, muss man abwarten. Ne? Das weiß man jetzt nicht. Ja, schon alleine von der Konstruktion her, wenn du zumindest in der Atmosphäre fliegst, das Ding hat Flügel, die Valkyrie hat keine. Doch, hat sie. Ja, die hat auch keine wirklichen Flügel. Nee, die Valkyrie hat keine Flügel. Kannst du auch nicht Flügel nennen. Naja, sie hat einen Heckspoiler und zwei Flügel. Ja. Lol. Ist klar. Also theoretisch hat sie Flügel, ja. Aber die... Ja, gut. Über die Flugeigenschaften innerhalb der Atmosphäre reden wir am besten gar nicht erst. Also ich denke mal, dass die Prowler da vielleicht sogar auch ihr Vorteil haben könnte. Also ach, gucken wir einfach mal. Soweit ich meine Info ist, hat sie 20 Manövrier-Thrusters und die Dinge hat nur 12. Also das macht es schon mal für mich, dass es die wendiger ist und so weiter. Ja, ich denke auch, dass die Prowler auf jeden Fall wendiger sein wird, ja. Gehe ich auch stark von aus. Aber wie gesagt, das muss man abwarten. Wenn das dann wirklich in-game ist, dann werden wir das austesten, ob sie wirklich wendiger ist. Und dann gucken wir mal auf jeden Fall, ob das passt. Naja, mehr Flügel als die 890 Jump. Ja, yeah, Ghost, das ist ja wiederum wahr. Na, das kommt drauf an, Ghost. Level up, kommen wir gleich zu. Das, wie ist denn das, Ghost? Ist das so, richtig so? Das stimmt nämlich gar nicht, Ghost. Die 890 Jump, die ist ein Flügel. Die ist ein Einflügler. Ja, total Auftrieb, weil die ein Flügel ist quasi. Und noch aerodynamisch dazu. Ja, total Auftrieb. Wie ein Fels. Nee, warum denn? Die hat doch genug Masse von der Breite. Die hat doch auch Auftrieb so gesehen von der Masse her von unten. Nur weil sie keine Flügel hat, die sie ausklappen kann, hat sie ja trotzdem Masse, die sie verdrängt quasi an Luftdruck. Na, ist ja auch egal. Aber ich weiß, was ihr meint. Level up der Kasi 139, Alter, Ghost 55, Anivus 53, Make 52. Und Mr. Flector 29, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und Dankeschön dafür. Und Schmusi haut mit Level 60, haut sie einen rein, Alter. Danke, Dankeschön dafür, Clara. Wie geil ist denn das? Ich dreh durch. Dankeschön, Clara, dass du mich hier so supportest, hier mitschaust und mitmachst. Dankeschön dafür, ihr Verrückten. Vielen, vielen Dank, sage ich nur. Dankeschön dafür. Ich denke mal, ja, es ist tatsächlich 22.05 Uhr, Jungs. Ich bin fertig. Wir sind fertig mit der Star Citizen Runde. Rund um Star Citizen ist fertig. Wir können jetzt tatsächlich gleich schon ins Game rein. Ich bin Punktlandung genauso wie gestern. 22.05 Uhr. Gestern war es 21.05 Uhr. Passt. Jetzt gehen wir gleich in-game rein, werden ein bisschen in-game Spaß haben. Alle, die mitmachen möchten, kommt mit auf den TS rein. Ihr FAQ ist offen. Ihr könnt Fragen stellen. Ihr könnt diskutieren. Wir werden mit euch diskutieren. Wir werden die Fragen versuchen zu klären. Immer in AdFaxi reinmachen, dann direkt die Frage stellen. Dann gehen wir auf jeden Fall darüber rein. Was soll das denn heißen, Lüg? Überhaupt gar nicht wahr. Das wäre noch interessant, wenn ich auch schon Jump hoffe ja immer noch, dass das mit Origin-Triebwerken so tricksten, dass sie sich auf jeden Planeten in die Luft halten kann. Das ist eine gute Frage, Video, und schauen wir mal. Das ist echt eine gute Frage. Da müssen die tricksen, das Ding, denke ich auch mal. Was ist denn hier falsch? Das gab's noch nie. Klar, Zenita. Ach so, gestern war ich gar nicht on. Ja, gut, okay. Vorgestern. Ah, crazy, ich hab dich auch lieb, Hase. Ja, gestern warst du pünktlich fertig. Genau, gestern war ich nicht on, das stimmt. Gestern habe ich viel zu viel getrunken und ich war fertig mit der Welt gestern Abend, ja. Wieso denn? Mir ging's gar nicht gut, weil ich zu viel Wein getrunken habe. Was war denn los? Einfach zu viel Wein gebechert. Ich will das gar nicht. Gab's einen Anlass? Vielleicht ja, war's auch nicht. Zuerst waren wir schön im Hagenbecks Tierpark, das ist ein Tierpark in Hamburg. Da waren wir den ganzen. Deine Frau dich loswerden oder was? Nein. Da waren wir tatsächlich im Hagen, da haben wir mit den Kindern das Familieausflug gemacht in Hagenbecks, war total cool, hat Spaß gemacht. Und abends waren wir dann beim Nachbarn drüben und da gab es immer nur Wein. Das Glas war leer, Wein nachgeschwebt, nachgekippt. Um 12 Uhr rüber ins Bett und ich war ganz kurz vorm Drehen und vor Game Over. Das hat. Fing immer so ein bisschen an sich zu drehen. Ich habe dann nachher schon mal ein Bein genommen, habe das dann aus dem Bett gehalten, dass ich ein bisschen Halt hatte. Dann konnte ich einschlafen. Heute Morgen ging es mir überhaupt gar nicht gut, Jungs. Ich war ganz schön fertig. War echt durch. Also das war echt hart gestern. Echt? Ich habe schon um 9:30 Star Citizen angemacht. Echt jetzt? Und du hast Star Citizen ja. Durchgezockt. Bam.
Genau, ich habe das komplette Spiel durchgespielt. Ja, ja. Siehst du, sehr cool. Nein, Spaß. Na, da ging's hab, meine Steuerung angepasst, nämlich den Wandelsform. Ja. Und klappt das jetzt mit deinem Hutersystem so ein bisschen? Ja, es ist echt schwierig mit dem neuen Flugmodell. Das ist echt anders, ne? Ja, hi, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, das ist schon recht. Ja, aber muss einfach ein bisschen, ich glaube, Arena Commander, das ist auch eine gute Sache, das da ein bisschen auszubasteln. So wie man das gerne haben möchte. Man hat echt viele Möglichkeiten, das einzustellen und... Ja, nee, schon gut. Hüpf mal eben hoch zum anderen Kollegen. Ach, zu Nemesis. Grüß dich mal ganz lieb genau, von mir, okay? Bis Dani, du. User left your channel. Ja, wollen wir rein, Jungs? Wollen wir irgendwas Schönes klatschen? Was steht denn an? Ja, wir haben schon ein bisschen einen Plan. Oh, cool, okay. Ich weiß nicht, wie läuft das jetzt mit dem Einladen? Bist du jetzt wieder selber einladen mit deiner Friendslist oder wie läuft das jetzt? Kann ich. Ich brauche erstmal Freunde. Ich brauche erstmal Freunde, ja, ich habe gar keine. Ach, okay, na, alles klar, dann lassen wir das. Aber ich kann die nebenbei füllen, also immer so ein bisschen schon mal. Wenn wir gleich auf den Server gehen, lade ich alle dann gleich ein. User joined your channel. Dass ich dann das auch irgendwann wieder komplett auch mal übernehmen kann, weil dass ich da echt mal den Posiro mit vernünftig unterstützen kann, weil das schon nervig ist. Ich hänge jetzt mal bitte hinterher mit der FL, tut mir leid. Ja, schon seit Jahren hängst du hinterher, Hase. Ich weiß, das geht gar nicht. So, das geht. So, TIG ist durch. Ah, cool. Und ich war einer von euch da? Möchte einer noch berichten? Ich denke mal, Blechdose war da. Wenn Blechdose gleich ja. Dran. Und Blechi war interessant oder war nicht so interessant dieses Mal? Die haben halt über die Schiffe geredet und naja, ich fand's jetzt nicht ganz so interessant. Was, über Schiffe? Nicht so interessant? Ja. Was ist denn, was stimmt mit dir nicht, Blechdose? Ich weiß nicht, was stimmt mit dir nicht? Da nicht so interessant war. Die haben über Sachen geredet, die mich eigentlich überhaupt nicht interessiert haben. So über das ganze Neue mit den Anpassen, dass jeder jetzt individuell sein Schiff machen kann und so weiter und so fort. Die sollen eigentlich lieber mal, wie gesagt, den an den Mechaniken feilen und nicht hier irgendwie... Ich hoffe so ein bisschen bunte und sonst irgendwie was machen. Ja, aber ein bisschen Mechanik ja, gut, ist das doch auch. Die haben dann auch die Module erklärt und wie gesagt, die haben sehr viel erklärt, aber im Großen und Ganzen viel bla 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 und wenig Infos. Wenn einer noch einen Mediamarkt-Gutschein gewinnen möchte von 25 Dollar, Euro, wenn ihr einen Mediamarkt-Gutschein-Coupon gewinnen möchtet, einfach darauf klicken auf den Link, die Sachen anhaken, wenn ihr mich schon von followt, dann ist das für euch ganz simpel, einfach darauf klicken, in einem Monat kriegt ihr dann 25 Dollar Mediamarkt-Gutschein, wenn ihr den gewinnt. Und 25 Dollar ist doch schon ganz cool, glaube ich, ne? Einfach Euro auf. Oder Euro, was nee. Ist das für welches Land? Ja, natürlich Euro, Manu, ey. Natürlich Euro, Entschuldigung. Ein Pfund. Sehr cool, auf jeden Fall. 10 der Level 72. Sehr cool. Dankeschön dafür, mein Freund. Bam. Herzlichen Glückwunsch. Und wie gesagt, klickt darauf. Supportet mich vielleicht ein bisschen auf meinen YouTube-Channel, auf meinen Twitter-Channel, auf meinen Instagram-Channel. Würde mich freuen, wenn ihr darauf klickt und mich da ein bisschen supportet und noch unterstützt. Und als Dankeschön könnt ihr dann 25 Euro Mediamarkt-Gutschein gewinnen. Bolivianische Dollar. Ja, genau. Das reicht nicht mal für einen Joystick, du Senkel. Aber für eine coole Tastatur. Ja. Schöne Taste. Billig Tastatur. Ja, das ist ein Ach, du bist. Ich hab dich auch lieb. Ich hab dich auch lieb, Kasi. Ich bin. Oh, Schnief. Ich werd hier gemobbt, Schnief. Ich fühle mich gemobbt. Mauspad kann man sich davon zum genau, Beispiel Mauspad. Kaufen. Siehst du. Das ist ein Mauspad für 25 Euro. Was ist denn das für ein Mauspad? Was stimmt mit euch nicht, Jungs? Also, mein Mauspad. Weiß ich nicht, wie teuer das war. Fünfer oder so. Was ist denn da los? Ernsthaft? Das ist kein Star Citizen. Dann sage ich jetzt nichts mehr. Ach, Ghost. Das ist mit LED leuchtet und ist goldbeschichtet. Ach, Mann, ich hab euch auch lieb. Ja, zumindest ist es ein 25-Euro-Gutschein so. Den könnt ihr bei mir gewinnen. Und ich denke mal, wenn man sich da vielleicht was Neues kaufen möchte, ist das ja vielleicht schon cool, dass man da schon mal 25... So, und kannst du die Blu-Rays kaufen, so. Kann man sich den Bar auszahlen lassen? Nein. Kann man dir davon eine SC-Karte kaufen? Ja. Ja. SC-Karte? Ja. Also Gift-Card von Star Citizen. Klar. HDL LTE. Ja. Ja, kann man. Spatti. So. Ey, ich kann auf jeden Einkauf 25 Euro sparen. Richtig. Gibt sie auch ja. Warbound? Ja. Die waren aber 30. So, ich sag jetzt immer nur noch ja. Ich, so. Ja. Krieg ich all seine Account-Sachen? Ja. Aber jetzt sollte ich, muss die Leute sagen, Flexi, ja, bist du doof? Flexi. So, damit. Bist du doof? Ja. Ich zieh das durch.
Dann warte kurz, Busiro, check. Sag mal bloß bitte der ja, der noch nicht in der Gruppe ist und noch rein will. Nein. Okay. Ja. Ich starte gerade das Spiel. Das fährt gerade hoch, das Spiel. Weiß nicht, mein Rechner hat heute irgendwie Schwierigkeiten, der braucht für alles sehr lange. Und vorhin hat er mich einfach rausgeschmissen beim Sprechen. Habt ihr das gar nicht gemerkt? Keiner hat was dazu gesagt. Doch, hey Matthias, moin, grüß dich. Wir haben dazu was gesagt, du warst noch nicht da. Aber nur manchmal haben wir auch eine Jefflin. Ja, genau, Herr Matthias. Schön, dass du da bist, Herr Matthias. Moinsen. Hexi, kriege ich meine Polaris? Ja. Du hast es auf Video, nutz es aus. Ja. Aber wie soll er dir die Polaris geben, wenn dein kein kompletter Account-Eigentum an mir übergangen ist? Zero bin on. Aber egal, die Polaris kannst du haben, ich hab schon zwei. Herr Nürnberg, ich bin auch online. Immer die schon das meiste Zeug haben, werden nie es hat. So, jetzt bin ich im Menü. Gravi ist im Party. Gravi ist auch in the Party. Mein Game ist gerade frisch abgekackt, aber ich würde auch gerne mitmachen. Frisch abgekackt. Ja, ich wurde die Polaris verboten. Es dampft noch. Aber mich hat auch noch keiner in der Friendslist oder so. Ey, Sherlock, schön, dass du da bist, Sherlock. Moinsen. Moin. Ich hab gedacht, du bist die Spatula, du klingst fast ähnlich. Ehrlich? So ein bisschen Ähnlichkeit mit Le Spatula hast du. Der Arme. Das hast du gesagt, Sherlock. So, hier hast du im Teamspeak unten meinen Account. Kannst du mir deinen Nick mal geben? Ja, sobald ich aus dem Game komme. Ach, ich habe schon wieder 19 Freunde von 250. Musst du beenden, um mich dann zu sehen. Ja. Invite. Leute. Gibt es einen Plan für heute Abend? Doch nicht wahr, oder? Ja, den führt uns der Ritter gleich vor. Alles klar, okay. Leute. Ja. Busiro, gestern hatte ich... Meine Freundesliste war leer gestern. Ich hab's auf Video, ne? Ja. Guck mal, was da unten rechts steht. Wieder 250. Das siehst du gerade nicht, ne? Aber ich schalte mal um auf... Du hast auf... es doch mit Photoshop gemacht, oder? Du willst dich einladen. Nee, ihr habt das ja gestern gesehen, genau. Dass ich live eingeladen habe, sogar tatsächlich live. Vorgestern. Ja, vorgestern, ich danke. Schön. Und ich hatte keine Freunde mehr gehabt. Wieder 250. Da steht doch 19. Da so schon 19 online von 250. Ach so, okay. Scheiß System, kack. Direkt, wird er noch einen Invite nehmen? Ja. Hat der Kasi recht, was die 800 Jump angeht? Nein, hat er nicht. Alles gut. 890 Jump kommt raus. Ach, wie cool. Ich hab dich, Jörg. Kommst du bei mir die Wohnung putzen? Ja, klar, Spadi. Geh das klar. Stopp, neu. User joined Prost, klar, kriegen wir hin. Aber ist ja nicht, dass ich das bezahle. Ich sag ja nur, dass ihr das machen könnt. Servus. Tyam, in welchem Channel seid ihr? Ich zieh dich runter. Lori ist auch da. Bitte Lori einmal runterziehen. Hey Lori. Hallo. Servus. Servus. Ja, wenn du das so aussprichst, dann kannst du auch fast sagen Lori. Mit viel Fantasie. Level up, Alter, was ist denn los? So Leute, die jetzt noch keine Invites haben, die werden ihre gleich... Herr Matthias 30, Klischee 30, Master Rebel 47, Thomas 63, Thorshammer 50, 50, wie geil ist das denn? X4Life 41, sehr cool. Achso, X-Cleave 41, sehr cool. Übrigens, vergessen haben wir... Hitler 41, Elec 53, sehr cool. Vielen, vielen Dank für den Support, Jungs. Dankeschön dafür, dass ihr immer wieder hier reinschaut. Ja, bitte? Oh. Seneta Level 72 wurde vorhin einmal vergessen. Ach, das tut mir leid, Seneta, Entschuldigung. Mit 64 jetzt, also Level... 62. Der hat das Level eingegeben, 62. das zählt nicht, der hat das Sorry. Eingegeben. Ja. Was denn? Sherlock? No pay. No pay. Ja. Bin. Krass. Der Käfer auch am Start? Oh, Zornspitze ist drin. SC Live war heute interessant, lohnt sich zu sehen. Ja, siehst du, Swissy fand es auch cool. Gehen wir mal morgen durch. Achso, Leute, Fusiro, bist du morgen am Start?
Was ist denn morgen Sonntag, oder? Nee, Samstag. Morgen fällt der Stream wahrscheinlich bei mir aus, sehr wahrscheinlich, weil wir morgen, da baue ich ein Außengehege für die Katzen, die jetzt demnächst bald kommen. Das baust du doch nicht mitten in der Nacht, da haust du dir doch eh auf die Hände. Nee, das mach ich. Nee, das mache ich mit dem Nachbarn. Schlafen, aber der Nachbar kommt mit der Family und danach grillen wir. Nee, da hilft mir der Nachbar und danach wollen wir grillen. Und ich weiß nicht, wie spät das wird. Wollt ihr mal Katzen grillen? Boah, ich komm vorbei. Nein! Also morgen. Ja, ich mach halt erstmal ein bisschen länger und du guckst dann mal, wie lange es wird und kannst dir dann immer noch Bescheid sagen. Ja, genau, oder so. Vielen, vielen Dank, Alligator, dass du dein geschenktes Abo von Sling verlängert hast. Dankeschön dafür. Leider gibt es da bei Twitch leider kein Alert dafür. Das tut mir leid. Aber beim nächsten Mal hast du auf jeden Fall auch wieder ein Alert. Dankeschön dafür, Alligator. Sehr cool, sehr lieb von dir. Danke für deinen Support an dieser Stelle. Dankeschön, mein Freund. Hat jetzt jemand noch keinen Invite? Sehr schön. Dann springen wir jetzt auf den Server. Aber mal gucken, vielleicht hole ich den dann nach. Und dann...